Herzlichen Glückwunsch zu 15 Jahren Ehrenamtsmessen Mecklenburg-Vorpommern und ein ganz großes Dankeschön an alle, die auch in diesem Jahr die Messen online organisieren, Werbung machen für die Ehrenämter bei uns im Land. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, zusammen mit anderen etwas zu bewegen und Freude daran zu haben. Ganz herzlichen Dank an das Deutsche Rote Kreuz und die Landesarbeitsgemeinschaft Ehrenamtsmessen. Auch in diesem Jahr zeigen sich die Vereine und Verbände aus dem Land, ab Oktober online und im kleinen Rahmen vor Ort. Es gibt digitale Formate, an denen sich jeder beteiligen kann. Ich weiß vom letzten Jahr, es lohnt sich einzuschalten. Und es ist wirklich toll, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich bei uns im Land engagieren. Wir erleben seit Monaten, wie groß das Engagement gerade für Flüchtlinge aus der Ukraine ist. Sie zu unterstützen, ist für viele Menschen eine Herzensangelegenheit. Viele haben Frauen und Kinder bei sich zu Hause aufgenommen und helfen, wo sie können. Dafür möchte ich allen herzlich danken. Ohne das große Engagement vieler Ehrenamtlicher wäre unser Land nicht so liebens- und lebenswert, wie wir es alle kennen. Vieles von dem, was uns in unseren Städten und Dörfern wichtig ist, ob Sportverein, Tafel, Feste, Nachbarschaftshilfe oder Kunst und Kultur, all das wäre ohne den selbstlosen Einsatz von Ehrenamtlichen nicht möglich. Alle gemeinsam sorgen für sozialen Zusammenhalt, für die ganz besondere Wärme, die unser Zusammenleben schön und wertvoll macht. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für Ihren Einsatz. Wir drücken den Ehrenamtlichen mit der Ehrenamtskarte des Landes und dem Tag des Ehrenamtes unsere Wertschätzung aus. Sie ist eine gute Möglichkeit der Anerkennung. Ich bin überzeugt, es gibt noch viele bei uns im Land, die mitgestalten und sich einbringen wollen, aber vielleicht gar nicht wissen, wie oder wo. Für diese Interessierten, aber noch Unentschlossenen, sind die Ehrenamtsmessen genau das Richtige. Ideen und gute Lösungen muss man teilen, damit sie wachsen können. Genau dazu laden die Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern ein. Sehr gern habe ich die Schirmherrschaft übernommen. Nutzen Sie die Gelegenheit, die große Vielfalt des Ehrenamtes bei uns im Land kennenzulernen. Es lohnt sich für Sie, für die Gemeinschaft und unser Land. Ehrenamt ist das Rückgrat der Gesellschaft. Ja, Ehrenamt ist freiwillig, Ehrenamt ist gemeinwohlorientiert und alle, die sich ehrenamtlich engagieren, die sind unersetzbar. Ja, und warum engagieren sich eigentlich Menschen ehrenamtlich? Ganz einfach, es ist für sie sinnstiftend, es ist aber auch für sie erfüllend, es ist aber manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ehrenamt gibt es ja schon ganz lange, aber so wie zu Zeiten der alten Griechen ist es natürlich nicht mehr, denn Ehrenamt entwickelt sich. Und es ist ja auch jetzt so, denn im Moment steht auch das Ehrenamt vor großen Herausforderungen. Wir haben die Corona-Pandemie, wir haben die steigenden Energiepreise, steigende Inflation, wir haben Naturkatastrophen, wir haben Klimawandel und wir haben natürlich auch Flüchtlingsbewegungen. Und all das, da muss auch das Ehrenamt Antworten geben. Und wir brauchen auch Antworten, nämlich wie die Rahmenbedingungen fürs Ehrenamt verbessert werden können von der Politik, wie da auch die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern da unterstützen kann und wie kriegen wir es eigentlich hin, dass sich noch mehr Menschen ehrenamtlich engagieren und welche Netzwerke gibt es, die wir im Prinzip da auch schon besser nutzen können. All solche Antworten hoffen wir jetzt zu bekommen, denn jetzt freuen wir uns auf Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der Politik. Also mein Name ist Ina Bösefeld und ich bin seit gut einem Jahr die Geschäftsführerin des Landesjugendrings in Mecklenburg-Vorpommern. Der Landesjugendring ist der Zusammenschluss aller Landesjugendverbände. Das sind alles ein bisschen sperrige Begriffe. Dahinter verbergen sich eben die unterschiedlichen Jugendverbände wie die Sportjugend, die Feuerwehr, die THW. Insgesamt sind wir 21. Und die haben sich zusammengeschlossen, um eine Interessenvertretung auf Landesebene zu haben, gegenüber dem Parlament, aber auch gegenüber der Verwaltung und der gesamten zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit. Sie sind die Stimme für die Jugend auf Landesebene. Oder sagen wir, sie sind eine Stimme für die Jugend auf Landesebene. Und wenn ich Jugend sage, dann meine ich tatsächlich junge Menschen, also auch Kinder und auch junge Erwachsene. Man ist ja eine ganze Weile jung.
Der Landesjugendring hat eine ganze Menge Aufgaben und die sind in seiner Satzung niedergeschrieben. Ist vielleicht auch was, was ich total wichtig finde zu erwähnen, weil der Landesjugendring ist ein Verein und das heißt, die Mitglieder sind diejenigen, die die Richtung vorgeben. Ich in der Geschäftsstelle bin die Dienstleisterin, die ihre fachliche Expertise den Verbänden zur Verfügung stellt. Und wenn ich jetzt mal überlege, was machen wir? Also zum einen sorgen wir dafür, dass es fachlichen Austausch gibt. Dann sind wir natürlich daran interessiert, die Herausforderungen der Jugendarbeit, die es in Mecklenburg-Vorpommern gibt, zu benennen und auch an Lösungen mitzuarbeiten. Wir stricken mit, wenn Gesetze, die den Jugendbereich betreffen, auf den Weg gebracht werden. Und wir versuchen natürlich immer wieder Innovationen ins Spiel zu bringen. Uns ist es wichtig, für eine weltoffene, freie und demokratische Gesellschaft einzustehen und den Kräften, die daran baggern wollen, uns entgegenzustellen. Mein Name ist Werner Kuhn. Ich bin Präsident des Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und das mittlerweile schon 20 Jahre lang. Wir sind natürlich nicht nur Träger der freien Wohlfahrtspflege, betreiben Krankenhäuser, haben Pflegeeinrichtungen, notärztlichen Dienst und den Rettungsdienst, sondern wir haben auch besonders im Zivil- und Katastrophenschutz sehr, sehr viele Ehrenamtliche. Insgesamt haben wir 45.000 Mitglieder beim Roten Kreuz und 10% davon engagieren sich ehrenamtlich, das heißt freiwillig und unentgeltlich für die Gesellschaft. Ja, Andreas Blum, Präsident des Landessportbundes. Wir sind die mitgliederstärkste gesellschaftliche Organisation in Mecklenburg-Vorpommern, haben ca. 263.000 Mitglieder in 46 Landesfachverbänden, in 8 Kreis- und Stadtsportbünden, 1.900 Vereine knapp, ungefähr 35.000 bis 40.000 Ehrenamtler in aktiver Funktion. Hinzu kommen natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Helferinnen und Helfer. Ja, mein Name ist Hannes Möller. Ich bin 58 Jahre alt. Ich bin seit 42 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Barlachstadt Güstrow und übe seit 2014 die ehrenamtliche Funktion des Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. aus. Der Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. vertritt die öffentlichen Feuerwehren des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das sind die Freiwilligen Feuerwehren, die Berufsfeuerwehren und die Werksfeuerwehren. Wir haben die Aufgabe, die optimalen Arbeitsbedingungen für unsere Kameradinnen und Kameraden im Land zu schaffen und sind aus diesem Grunde im Bereich der Landespolitik und der Gremien auf Landesebene tätig. Mein Name ist Bernd Rosenheinrich. Ich bin Vorsitzender des Landesseniorenbeirats. Der Landesseniorenbeirat ist eine Organisation, wo die Kreisseniorenbeiräte Mitglied sind. Das ist ein beratendes Organ für die Landesregierung und den Landtag. Wir vertreten die Senioren des Landes auf politischer Ebene. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie aktuell? Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, haben zum einen was damit zu tun, wie sich Gesellschaft entwickelt. Es gibt eine unglaubliche Verdichtung. Immer mehr soll in derselben Zeit getan werden. Das ist etwas, worunter die Jugendverbände tatsächlich ganz schön zu leiden haben, weil es ganz wenig Hauptamt und sehr viel Ehrenamt gibt. Und das Ehrenamt, das ist gleich die nächste und ganz aktuelle Herausforderung, hat durch die Corona-Pandemie gerade in der jungen Generation zu Abrissen geführt. Die Jugendarbeit lebt davon, dass sie in jedem Jahr den Nachwuchs wieder heranzieht und mit ihnen in Beziehung geht. Und diese Beziehungsarbeit, da stand jemand auf der Bremse. Und das war die Corona-Pandemie und die Einschränkungen, die damit einhergingen. Und außerdem hat es mit sich gebracht, dass gerade die junge Generation unglaublichen Belastungen ausgesetzt ist. Das ist inzwischen überall bekannt und in aller Munde. Und ich kann wirklich sagen, es sind nicht nur die Studien, die darauf hindeuten, dass es unglaublich viel psychische Gesundheit auch gibt, die leidet. Das sind die Kinder und Jugendlichen, die bei uns auch in den Verbänden sind. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist unser täglich Brot. Und für Kinder und Jugendliche sind auch die anderen Krisen im Raum, der Krieg und die Klimakrise, so belastend, dass das Alltagsgeschäft stark beeinflusst. Und zu einer unserer Dauerherausforderungen zählt die Finanzierung, die wirklich am unteren Limit passiert und jetzt mit Inflation und Energiepreisen wirklich viele Vereine und Verbände gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Insgesamt haben wir natürlich die ganz schwierige Situation der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine. Da müssen wir als Rotes Kreuz, als internationales Rotes Kreuz natürlich unseren Genfer Konventionen folgen. Das tun wir auch. Da sind unsere 7 Grundsätze. Das bedeutet Neutralität, Überparteilichkeit und natürlich unabhängig der persönlichen und religiösen Einstellungen helfen wir nach dem Maß der Not.
Also wir wissen nicht, wie die Pandemiesituation sich im kommenden Jahr abzeichnen wird. Da stehen wir natürlich auch mit unseren Erste-Hilfe-Zügen, mit den Versorgungszügen, sprich der Feldküche, in schwierigen Situationen immer der Bevölkerung zur Verfügung. Wir werden weiter mit daran arbeiten, dass wir Testzentren unterhalten. Das haben wir auch in den vergangenen 2 Jahren sehr professionell dargelegt. Und wir brauchen natürlich auch materielle Unterstützung von den zuständigen Behörden. Das muss ich so sagen. Unsere freiwilligen Helfer brauchen gute Schutzausrüstung, von den Schuhen angefangen, über all das, was notwendig ist, Bekleidung, andere Dinge mehr. Da brauchen wir schon finanzielle Unterstützung. Und das ist jetzt zurzeit noch nicht so geregelt, aber ich denke, unsere Forderungen werden ankommen. Ja, wir stellen fest, nach den Analysen und den Gesprächen, auch der Kommunikation mit dem DOSB, mit den anderen Landessportbünden, dass diese Energie- und Preisentwicklung wahrscheinlich für den Sport eine größere Herausforderung ist, als es die Corona-Krise war. Und die ist ja auch noch nicht vorbei. Aber ich glaube, diese Rahmenbedingungen für das aktive Sporttreiben sind durch Energie- und Preisentwicklung, Inflation in einer Art und Weise gefährdend für die Vereinsstruktur, von denen man sich im Moment wahrscheinlich in vielen Bereichen noch gar keine Vorstellung macht. Es gibt aus meiner Sicht da ungefähr so 3 Bewegungsebenen, die man betrachten muss. Das eine ist ein Verein, der Eigentümer einer Sportstätte ist und der vielleicht, nehmen wir mal so 100 oder 150 Mitglieder hat und der auf einmal vor dem Hintergrund der Preisentwicklung für Energie und Gas Heizkosten, Abschläge zahlen muss, die Möglichkeiten dieses Vereins sprengen. Der zweite große Bereich ist die ganze Frage von Entgeltkosten. Es ist ja nicht normal, dass die Kommunen in einer solchen Situation ihre Entgeltordnung nicht anpassen würden, weil die haben ja auch die entsprechenden Kosten und Verpflichtungen für die Aufrechterhaltung des Betriebs von Sportstätten und Hallen, insbesondere auch Schwimmbädern. Und das ist sozusagen eine zweite große Gruppe, wo man genau gucken muss, ist es tatsächlich nötig, die Sportstätte jetzt schon zu schließen oder kann man sie nicht so lange wie möglich aufhalten? Das ist im Übrigen eine Erfahrung, die aus Corona kommt, wo man sagt, es rächt sich, wenn man zu früh Sportstätten schließt, weil die Folgen von Adipositas, zunehmender Gewichtssituation, Verschlechterung des Gesundheitszustandes, psychosozialen Auswirkungen einer solchen Situation sind sozusagen in Rechnung zu stellen. Die dritte große Herausforderung wird dann tatsächlich die sein, wie gehen wir mit der Konsequenz um, dass wenn die Familien exorbitant höhere Zahlungen für Energie, für Wärme, für Lebensunterhalt aufbringen müssen, die zur Verfügung stehenden Mittel in der privaten Haushaltskasse einer Familie kleiner werden. Und dann die Frage steht, sind die Mitgliedsbeiträge für den Sportverein oder von mir aus auch für einen anderen Verein überhaupt noch realisierbar, aufbringbar in der Familie? Und wir haben gemeinsam mit der Landesregierung über die Fragen bereits mehrfach gesprochen. Wir müssen gucken, inwieweit wir ein ähnliches Unterstützungs- und Hilfepaket schnüren, sowohl durch den Bund, den will ich da gar nicht aus der Verantwortung lassen, aber eben auch im Land und auf der kommunalen und kreislichen Ebene, um solche Verwerfungen aus der Energiesituation heraus zu vermeiden. Weil nichts ist schlimmer, als wenn wir jetzt die ganzen Sportstätten zumachen müssen, weil niemand mehr die Kosten aufbringen kann für die Energie. Also der demografische Wandel bewegt uns natürlich sehr. Das ist eine unserer großen Zukunftsaufgaben, die wir für unsere Organisation zu erfüllen haben. Es ist schön, dass wir durch unsere erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit im Moment einen starken Zuwachs im Bereich der Jugendfeuerwehren und in den Kindergruppen der Jugendfeuerwehren haben und auch dieser sich bereits niederschlägt mit einem dezenten
Anstieg der Einsatzkräfte in den aktiven Einsatzabteilungen. Wir begegnen dieser Situation aber durch organisatorische Maßnahmen, Verbesserung der Technik, dass mit weniger Technik, mit weniger Personal und besserer Technik ein Einsatzerfolg erzielt werden kann. Und andersrum ist es auch in der Organisation so, dass wir bereits jetzt uns darauf einstellen, in größerem Umfang Personal zu alarmieren, als wir es benötigen, da wir wissen, dass wir tagsüber ziemlich schwierige Personalsituationen im Land haben. Wir haben zum Beispiel alle Abgeordneten unseres Bundeslandes aus allen Fraktionen angeschrieben und haben unseren Standpunkt kundgetan und haben natürlich darauf gedrungen, dass wir entsprechende Antworten bekommen. Da ging es zum Beispiel um diese 300 Euro, die alle Steuerpflichtigen Beschäftigten erhalten und die Senioren waren außen vor. Wir wissen, dass in unserem Land ca. 40% Grundsicherung erhalten, also sehr hohen Anteil in unserem Land mit den niedrigen Renten sind, da wir auch das Land mit den niedrigsten Löhnen sind. Und deshalb natürlich gerade diese Situation der steigenden Energiepreise die Senioren unseres Landes besonders betreffen wird. Wir haben weiterhin den Bundeskanzler angeschrieben und die Seniorenministerin angeschrieben. Ich kann hier sagen, nicht alle haben uns entsprechend geantwortet. Wir haben das bei uns im Seniorenkurier veröffentlicht, kann jeder nachlesen. Auch die Antworten, die wir jetzt von drei Fraktionen bekommen haben oder Mitgliedern von drei Fraktionen, einmal die Linke, dann die CDU und die AfD. Andere Fraktionen haben es nicht für nötig befunden, uns eine entsprechende Antwort zu geben. Auch kein Abgeordneter aus diesen Reihen. Wie stärken Sie ehrenamtliches Engagement? Man könnte vielleicht an dieser Stelle einmal die Kinder- und Jugendparlamente erwähnen, die es an ganz unterschiedlichen Stellen im Land gibt. Zum Beispiel gibt es eins in Grimmen, die vor Ort die Spielplatzgestaltung sich angucken oder Graffiti-Projekte starten. Es gibt aber auch in den Vereinen und Verbänden natürlich Beteiligungsstrukturen, die durch das Beteiligungsnetzwerk unterstützt wird. Will mal einmal eine Zukunftswerkstatt machen, um den Verein neu aufzustellen. Dann kann man sehr gern auf das Netzwerk zugehen und sich Unterstützung durch eine Beteiligungsmoderatorin oder einen Beteiligungsmoderator holen. Und es geht darum, im Prinzip mit den Kindern und Jugendlichen herauszufinden, was ist euer Anliegen und auf welchem Weg kann dieses Anliegen umgesetzt werden. Und da gibt es unterschiedliche, stellen Sie sich die Buntheit aller Moderationskarten vor, die Sie jetzt vor Augen haben, um herauszufinden, wo sind eigentlich eure Schwerpunkte, wo wollt ihr hin. Es gibt aber auch manchmal Stadtrallyes, um überhaupt erstmal zu gucken, wo sind dann Orte für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt oder wo wollen wir Orte haben. Also Erkundungstouren, die auf diese Art und Weise gemacht werden. Es ist wirklich total bunt und vielfältig und an erster Stelle steht, den Kindern und Jugendlichen zuhören und ihnen die Kraft und den Rückenwind geben für die Anliegen, die sie haben, sich auf den Weg zu machen. Ehrenamtskultur besteht auch darin, dass man Danke sagen kann, dass man denen, die das Kostbarste, das sie im Leben haben, nämlich ihre Zeit, für andere zur Verfügung stellen. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig und jeder, der Empathie hat, der ja, Zuneigung zeigt und Engagement zeigt, um zu helfen, der hat natürlich in seinem Leben auch in seiner Lebensphilosophie, denke mal, gute Karten. Denn wir stellen uns ja selbst immer wieder die Frage, gelingt mein Leben, werde ich glücklich? Mache ich vielleicht andere glücklich? Und das gehört eigentlich auch zu einer ganz privaten Philosophie, die ich habe. Aber die sollte sich übertragen auch auf viele andere, die natürlich in der Situation sagen, wenn Not am Mann ist, dann bin ich dabei, dann helfe ich. Generell teile ich die Einschätzung, dass es schwieriger wird, ehrenamtliche Sportlerinnen und Sportler oder Mitwirkende zu finden, die bereit sind, Lebenszeit für andere aufzuwenden. Und alles das, was wir als Sportorganisation mit Hilfe auch der Landespolitik hier machen, also alle unsere Förderprogramme,
angefangen von der Förderung der Fachverbände bis hin zu der ganzen Frage von Schule und Verein oder bewegte Kinder. Alles das ist schon mal auch Förderung von ehrenamtlichem Engagement, weil das Gros dessen, was im Sport passiert, tatsächlich ehrenamtlich realisiert wird. Wir haben mit der Sportjugend bei uns im Lande das Angebot, insbesondere junge Leute in sogenannten Junior-Teams heranzuführen an ehrenamtliche Aufgaben. Das alles, die ganze Frage der Entwicklung von Schule, Verein, auch das trägt dazu bei, junge Leute zu finden, die relativ früh anfangen, sich ehrenamtlich zu engagieren und die, wo wir hoffen, dann auch so lange, wie es irgendwie geht, in ihrem Leben irgendwie ehrenamtlich auch unterwegs sind. Also von daher würde ich sagen, wir haben einen großen Fächer von Angeboten, die es ermöglichen, wenn man sich ehrenamtlich engagieren möchte, das dann fachlich auch gut zu machen. Nichtsdestotrotz können wir als Landessportbund nur die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Die Vereine vor Ort, die Fachverbände selber müssen aber auch ihre Aktivitäten entwickeln und weiter verstärken, um Ehrenamtler eben einfach ja, zu finden und zu begeistern für die Arbeit, die da ansteht. Wir haben da verschiedene Dinge. Als Grundsatz muss man ja sagen, jeder kleine Junge und jedes kleine Mädchen möchte Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden. Und auf diesen Wunsch bauen wir auf. Und wir sind sehr erfolgreich mit in den Kindertagesstätten unserer Gemeinden und unserer Städte. Wir sind in den Vorschulklassen und man darf auch nicht vergessen, Feuerwehr lebt sehr stark von Familie. Auch in den Familien gibt es sehr viele Kinder und Nachwuchs, die automatisch dann von Mutti und Vati mitgenommen werden zur Feuerwehr und wahrscheinlich irgendwo auch im Blut schon das Gehen als Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau haben. Nein, ich bin nicht zur Feuerwehr gekommen. Ich bin dadurch zur Feuerwehr gekommen, weil ich gegenüber einer städtischen Feuerwache gewohnt habe und mir das immer angeguckt haben, was die Feuerwehrkameraden damals gemacht haben. Und dann habe ich da öfter mal am Straßenrand gestanden und haben sie gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und dann, wie ich das zu der Zeit mit 16 Jahren durfte, habe ich das auch sofort getan. Wir kommen eigentlich nicht direkt mit Senioren zusammen, um sie für unsere Funktion zu gewinnen, sondern die sind durch andere Organisationen bereits gewonnen worden und werden dann in die Kreisseniorenbeiräte delegiert und vertreten ihre Organisation in den Kreisseniorenbeiräten. Es gibt auch die andere Form, wo sich Freiwillige melden können. Da gibt es Ausschreibungen dann durch den Landkreis oder die Kommune. Und dann gibt es Personen, die bereit sind und mitarbeiten wollen. Aber wir haben natürlich auch festgestellt, dass zwischen dem Wollen und dem Können oftmals ein Unterschied besteht. Weil nicht in allen Fällen bekannt ist, was diese Arbeit umfasst. Stellen Sie sich vor, Sie haben drei Wünsche an die Politik frei. Was würden Sie sich wünschen? Mein allererster Wunsch an die politischen Entscheiderinnen ist, nehmt Kinder und Jugendliche ernst. Sie sind Expertinnen in ihrer Lebenswelt. Sie wissen Bescheid. Sie wissen, was sie können und was sie brauchen und was sie einbringen können in diese Gesellschaft. Gehen Sie mit ihnen in die Diskurse und gehen Sie anders aus den Diskursen heraus, als Sie hineingegangen sind. Es geht nicht nur ums Zuhören und Mitnehmen von Argumenten. Es geht auch darum, es umzusetzen. Mein zweiter Wunsch an die Politik ist, sorgt dafür, dass Aufwachsen unabhängig ist von Elternhaus, von Armut, von Bildungszusammenhängen oder davon, ob ich auf dem Land oder in der Stadt groß werde. Diese Abhängigkeiten sind viel zu groß und entscheiden über Lebenswege. Daran muss sich unbedingt etwas ändern, auch und gerade in Mecklenburg-Vorpommern. Und mein dritter Wunsch an die Politik ist, spart nicht an der Jugend. Was wünschen Sie sich von der Politik? In gewisser Weise Anerkennung, dass das Deutsche Rote Kreuz nach dem Rotkreuzgesetz der Bundesrepublik Deutschland auch eigenständig handeln darf und kann. Und deshalb ist es für uns auch immer wichtig, dass wenn solche Einsätze über die staatlichen Organe organisiert werden, dass man vorher auch vielleicht mal mit uns spricht diesbezüglich und sagt, habt ihr eigentlich genügend Manpower, habt ihr genügend technische Basis dafür, kriegt ihr das hin? Nicht, dass das einfach nur über die Träger des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes die Landräte organisiert wird.
Da würden wir die direkte Ansprache schon sehr gerne haben wollen, damit man auch merkt und sagt, also das sind Einheiten des Roten Kreuzes, des ASB oder der Feuerwehr und anderen auch. Der zweite Punkt, den Wunsch hatte ich ja schon mal ganz kurz artikuliert, brauchen wir schon mehr finanzielle Unterstützung. Ich glaube, pro ehrenamtlichen Helfer haben wir im Jahr von den Landkreisen 20 bis 25 Euro, je nach Landkreis, an finanziellen Mitteln zur Verfügung. Das ist relativ wenig in der gegenwärtigen Situation, die wir tatsächlich auch haben und auch zu schultern wissen. Drei habe ich frei. Okay, also wir haben ein Sportfördergesetz und vor dem Hintergrund dieses Sportfördergesetzes würde ich jetzt drei Wünsche äußern. Erstens möchte ich, dass Politik und Verwaltung auf allen Ebenen den ressortübergreifenden Ansatz in der Sportförderung umsetzt. Also, was meine ich damit? Dass man nicht nur die Zuständigen für Sport in der Verwaltung anguckt, wenn es um Sportförderung und Sportentwicklung geht, sondern dass alle Verantwortungsträger in der Kommunalpolitik, in der örtlichen Politik wie auch in der Landespolitik ihre Verantwortung zum Beispiel im schulischen Bereich, im Umweltbereich für die Rahmenbedingungen der Entwicklung des Sports sozusagen wahrnehmen und gleichzeitig die Autonomie des Sportes eben auch achten. Zweitens geht es darum, glaube ich, zu sagen, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen benötigen für die Entwicklung des Sports. Wir haben ja darüber gesprochen, dass sich diese permanent verändern. Und da geht es eben auch um die Frage der Entwicklung des Sports oder der Sportförderung in Fragen der finanziellen, der materiellen Hinsicht. Also zum Sporttreiben braucht man Sportanlagen. Wir wissen, in den Ballungsräumen beispielsweise, in den großen Städten oder in den Kreisstädten ist die Hallenkapazität ausgeschöpft. Zum Sporttreiben braucht man neben dem ehrenamtlichen Übungsleiter auch die Sportstätte. Also von daher gehört in die kommunalpolitische, landespolitische Entwicklung eben auch die Frage nicht nur des Geldes, sondern eben auch die Frage der Sportstätte. Ja, und dritter Wunsch, den ich habe, dass man so den Schulterschluss sucht mit dem Sport, dass man Vertrauen entwickelt. Denn die Überregulierung, die Frage der Vereinfachung von Beantragungsverfahren bei der Sportförderung, bei der Sportstättenbauförderung, das sind ja meistens alles Ehrenamtler, die das machen und denen nützt ein 20-seitiges Formular an der Stelle nicht. Es gibt Bereiche, da ist das mittlerweile einfach möglich und einfacher möglich. Wenn man mal so die Ehrenamtsstiftung nimmt, beim Sport ist es eher die entgegengesetzte Tendenz, da wird es immer komplizierter, aus welchen Gründen auch immer. Und da wünschte ich mir schon mehr Vertrauen der Politik in die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, Ehrenamtler und Hauptamtler beim Sport, in der Sportfamilie. Dass diese drei Dinge, die würden es aus unserer Sicht schon ermöglichen, dass wir nochmal einen richtig großen Schritt in der Verbreiterung der Basis der Sportfamilie tun können. Der erste Wunsch wäre, dass wir anhand unserer Aufgaben auskömmlich finanziert werden durch das Land. Als zweites wünsche ich mir, dass die Feuerwehren als Katastrophenschutzorganisation in diesem Land viel stärker wahrgenommen werden. Und als drittes wünsche ich mir, dass den Kameraden und Kameraden Zeit zurückgegeben wird, die sie geleistet haben an der Gesellschaft, zum Beispiel durch den Vorschlag der Bundesinnenministerin Faeser, dass Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren früher in Rente gehen können und entsprechend eine Zeitrückgabe haben für ihre Leistung an der Gesellschaft. Wenn es ums Ehrenamt geht, dann wünsche ich mir, denke ich, wie viele andere Organisationen auch, eine Ehrenamtsstrategie des Landes, dass wir uns mal damit beschäftigen, wie wir wirklich von der Gewinnung Ehrenamtlicher bis hin zur Würdigung ihrer Leistung, ihrer Arbeit, einer angemessenen Würdigung, uns das vorstellen. Das Zweite, was ich mir wünschen würde für die Senioren, wäre ein klares Konzept zu lebenslangem Lernen.
Bisher alle Konzepte, die es gibt, die gehen immer bis 60, 65 Jahre. Und wenn dann die Berufstätigkeit aufhört, dann überlässt man mehr oder weniger dem Zufall, dass eben die Universitäten in ihren Seniorenakademien entsprechende Angebote machen oder die Volkshochschule entsprechende Angebote. Aber planmäßig ein Konzept, aus dem hervorgeht, welche Verantwortung zum Beispiel auch die Museen haben in der Bildung von Senioren oder auch andere Einrichtungen, gibt es nicht. Das ist eine zentrale Forderung auch bundesweit, dass ein solches Konzept zu erarbeiten ist. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass in der gegenwärtigen Situation nicht die Angst der Älteren vor der Zukunft geschürt wird, sondern mehr Sachlichkeit in die Diskussion kommt und vor allen Dingen sichtbar wird, dass diejenigen, die in der Politik in Erscheinung treten, auch wirklich in der Lage sind, die Prozesse zu durchdenken und nicht durch Schnellschüsse immer wieder zu Verunsicherungen beitragen. Wie bewerten Sie die Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern? Das große Plus der Ehrenamtsmessen ist, dass Aufmerksamkeit aufs Ehrenamt gelenkt wird. Und zwar auf jede Art von Ehrenamt. Es gibt immer Ehrenämter, die stehen weiter vorne und andere, die stehen weiter zurück. Und die Messen stellen alle gleichermaßen ins Licht. Das finde ich großartig. Was die Ehrenamtsmessen auch können, ist meines Erachtens Begegnungsort und Austauschort zu sein. Und das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Übergänge in den Generationen, vielleicht gerade jetzt, 30 Jahre nach der Wende, da ist viel entstanden an Vereinen und Verbänden nach 1989 und jetzt müssen Übergänge geschaffen werden für den Nachwuchs. Und das klappt nicht ganz reibungslos. Und da ist es gut, miteinander zu reden und in Austausch zu kommen. Aber, muss ich an dieser Stelle sagen, ich glaube, dass das Format der Messe für junge Leute noch nicht so ganz passt. Und da würde ich total gerne in den Austausch gehen und gucken, ob wir gemeinsam etwas erfinden können, wo sich alle Generationen angezogen fühlen. Weil so einen 14-Jährigen auf eine Messe zu kriegen, ist nicht ganz einfach. Aber ich habe schon eine Idee, und zwar unseren Generationendialog, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Da kann man sehr gut darüber reden, wie ältere Menschen gerne ihr Ehrenamt weitergeben wollen und unter welchen Bedingungen sich Jugendliche vorstellen können, das Ehrenamt zu nehmen. Und ich glaube, da braucht es Vertrauen und Respekt und natürlich Zuversicht. Ich kann nur alle ermuntern, sich in die Ehrenamtsmesse einzuklicken und sich anregen zu lassen und vielleicht doch den Platz zu finden, an dem jemand ehrenamtlich aktiv werden will, ganz egal, ob alt, jung oder mittelalt. Insgesamt haben wir 45.000 Mitglieder beim Roten Kreuz. Und 10% davon engagieren sich ehrenamtlich, das heißt freiwillig und unentgeltlich für die Gesellschaft. Und deshalb haben wir also auch eine sehr gute Ausgangsposition, wenn wir diese Ehrenamtsmessen mitorganisieren. Da brauchen wir natürlich auch eine gewisse Logistik, wir brauchen Manpower, wir brauchen technische Basis dazu. All das haben wir in unseren 14 Kreisverbänden. Und deshalb haben wir uns auch, vorgenommen, diese Ehrenamtsmessen in ganz Mecklenburg-Vorpommern durchzuführen, damit sich viele Vereine und Verbände präsentieren können. Die Vereine vor Ort sind und die Kreis- und Stadtsportbünde sind oft tatsächlich dabei. Das macht in dem Sinne, glaube ich, auch die praktische Frage besser, weil, wie gesagt, die konkreten Angebote regionalisiert vor Ort gehören dann in eine solche Messe auch hin und nicht so sehr unbedingt nur die Landessicht. Von daher versuchen wir mit unseren Untergliederungen, also mit den, vor allen Dingen den Kreis- und Stadtsportbünden und die entsprechenden Vereine, sozusagen das zu organisieren. Also die Ehrenamtsmessen sind wichtig für unser Bundesland. Für den Bereich der Freiwilligen Feuerwehren sind diese natürlich auch eine Plattform, um sich darzustellen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Freiwilligen Feuerwehren sehr von ihrer örtlichen Gegebenheit leben und eben auch Menschen ansprechen, die in dem Ort, an dem sie
Leben auch in der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen. Also machen wir eigentlich immer, wenn wir mit unseren Fahrzeugen vor die Halle fahren und Ausbildung machen, eine kleine Ehrenamtsmesse, um zu zeigen, wie wichtig unser Ehrenamt ist. Aber wir werden uns dann natürlich auch in die Reihe stellen mit allen anderen Ehrenamtlern. Deshalb halte ich Ehrenamtsmesse für sehr wichtig und man sollte sich das auf jeden Fall anschauen, wenn man Interesse dafür hat. Tag der 15. Ehrenamtsmesse konnten wir Politikerinnen und Politiker aller Landtagsparteien für Gespräche gewinnen. Hier sind sie. Ja, ich bin Janine Rösler. Ich bin die Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke im Landtag seit Beginn dieser Legislaturperiode und war davor sehr lange Zeit kommunalpolitische und finanzpolitische Sprecherin der Fraktion. Ja, ich bin David Wulff, Landtagsabgeordneter der FDP-Fraktion, parlamentarischer Geschäftsführer. Und im Ehrenamt bin ich beim Deutschen Roten Kreuz in der Wasserwacht, dort als Ausbilder und im Wassergefahrenzug tätig. Mein Name ist Dr. Anna-Konstanze Schröder. Ich bin Landtagsabgeordnete für die SPD-Fraktion und dort unter anderem zuständig für ehrenamtliches Engagement. Ich bin Harald Terpe aus Rostock. Zurzeit bin ich Landtagsabgeordneter in der Funktion des Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Mein Name ist Kathi Hoffmeister. Ich bin Mitglied der CDU-Fraktion und gleichzeitig auch die Vorsitzende des Sozialausschusses. Ich komme aus der allerschönsten Stadt, nämlich aus Bad Doberan und bin in Kühlungsborn an der Küste geboren und freue mich, heute bei Ihnen sein zu können. Mein Name ist Martin Schmidt. Ich bin Landtagsabgeordneter hier in Schwerin für die AfD-Fraktion. Ich bin Wirtschafts-, Haushalts- und finanzpolitischer Sprecher und deswegen kann ich auch einiges dazu sagen, was die AfD-Fraktion geplant hat, an Finanzen bereitzustellen für das Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern. Wie engagieren Sie sich ehrenamtlich? Ich bin also tatsächlich kommunalpolitisch aktiv, Mitglied in der Stadtvertretung Bad Doberan, da auch Stadtpräsidentin und Mitglied des Kreistages. Und mein liebstes Ehrenamt, habe ich zwar immer gesagt, ist die Stadtpräsidentin, aber so eine gewisse Besonderheit ist auch die Mitgliedschaft im Klosterverein Bad Doberan. Wenn Sie Bad Doberan kennen, dann weiß ich, dass Sie auch das Doberaner Münster kennen. Welterbewürdig, darf ich an dieser Stelle nochmal Werbung für machen. Und da ist es etwas Besonderes, gleichzeitig auch Mitglied des Klostervereins zu sein. Ich stamme aus der Zivilgesellschaft, habe mich zivilgesellschaftlich ehrenamtlich engagiert. Was die politische Ehrenamtlichkeit betrifft, könnte man sagen, das ist auch ein Seiteneinstieg, weil ich ja bereits, als die friedliche Revolution war, bereits 35 war, also 35 Jahre in der DDR gelebt habe. Meine erste, sagen wir mal, Beurkundung ehrenamtlichen Engagements stammt im Übrigen vom DRK der DDR. Da wurden mir 2000 ehrenamtliche Pflegestunden bescheinigt. Also es gibt, Politik mache ich ungefähr seitdem ich 16, 17 Jahre alt bin und die Wasserwacht hat mich vorher schon gekriegt. Seitdem ich 15 bin, das war ein Schulprojekt, wo einfach ein Rettungsschwimmkurs angeboten wurde und dann gab es hinterher natürlich gleich die Angebote vom DRK, auch in den Dienst zu gehen. Ich war in Rostock, in Markgrafenheide, in Warnemünde, habe viel in den Binnenseen im Land, am Plauersee, aber auch Goldberg, Passow, die Ecke, also im Landkreis Parchim damals, meinen Dienst verrichtet. Und das hat Spaß gemacht, weil ich das zum einen mit meinen Freunden machen konnte und zum anderen aber auch, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und dadurch, dass ich halt immer wieder neue Angebote auch im Ehrenamt bekommen habe, mich weiterzuentwickeln, mich weiterzubilden, bin ich jetzt seit über 20 Jahren aktives Mitglied, aktuell auch noch Ortsgruppenleiter in Greifswald der Wasserwacht und auch aktiver Ausbilder. Und ich schaffe es auch noch einmal die Woche, das Training auch zu leiten für die aktiven Rettungsschwimmer bei uns in der Ortsgruppe Greifswald. Ja, natürlich selbst neben der Parteiarbeit, die vielleicht nicht ganz so gesellschaftlich angesehen ist für jeden, habe ich zum Beispiel auch in einem Medienförderverein als Vorstandsvorsitzender lange Zeit meinen Dienst bisher verrichtet und war in einem Studentenwohnheim-Förderverein dort auch im Vorstand mal tätig. Also ich weiß, wie es ist, sich nachts dann noch die Zahlen um die Ohren zu schlagen und vieles zu lesen und mit Leuten zu diskutieren, wie man etwas gestaltet. Sehr, sehr schwierige Arbeit. Ja, Ehrenamt ist für mich eigentlich Bodenhaftung, ist Kommunikation mit anderen Menschen. Ehrenamt ist Unterstützung für andere Menschen, ist gesellschaftliche Arbeit. Das ist für mich außerordentlich wichtig. Also ich selber bin ehrenamtlich in ganz verschiedenen Bereichen auch tätig. Ich bin ganz aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr.
Und das ist ein Ehrenamt, das sehr viel Zeit benötigt für Ausbildung, aber auch für die Einsätze. Und das ist mir sehr wichtig. Und darüber hinaus engagiere ich mich in Kulturvereinen, bin selber Ausschussvorsitzende eines Kulturausschusses. Und auch das ist mir unheimlich wichtig, dass ich da die Dinge, die vor Ort anstehen, auch wahrnehme und dafür sorge, dass es in der Gemeinde vorangeht. Seitdem ich in der Politik bin, ist leider nicht mehr so viel Zeit dafür. Aber ich habe vorher in einer Big Band Saxophon gespielt. Das ist vielleicht auch mehr Hobby, aber das mischt sich ja manchmal auch, weil wir ja auch aufgetreten sind auf verschiedenen allgemeinen Veranstaltungen. Und sonst habe ich mich noch engagiert in der Greifswalder Schiffergilde. Das ist ein Verein, der sich um die maritime Geschichte in Greifswald bemüht. Im Moment gibt es ja große Herausforderungen in unserer Gesellschaft durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Energiepreissteigerungen. Wie begegnen Sie diesen? Das ist eine besondere Frage, wirklich vor allem in jetzt besonderen Zeiten, wenn wir ehrlich sind. Aber in der Tat ist es so, es geht, glaube ich, tatsächlich darum, das Ehrenamt sichtbar zu machen. Und sichtbar machen kann man auf vielen und unterschiedlichen Wegen. Sichtbar machen ist zum Beispiel, also nur dadurch, glaube ich, wirklich gelungen, indem man in der letzten Legislaturperiode die Ehrenamtskarte eingeführt hat. Und zwar nicht nur für diejenigen, die das Ehrenamt ausüben, dass die einen Bonus davon haben und auch nochmal gewertschätzt werden, sondern dass in der Breite der Gesellschaft klar ist, dass es eine besondere Karte gibt, nämlich eine Ehrenamtskarte. Und damit verdeutlicht man als Gesellschaft auch nochmal, wie wichtig es ist. Das ist sicherlich ein Baustein. Aber es geht eben auch darum, tatsächlich so kleine, besondere Zeichen zu setzen, also Übungsleiterpauschalen anzuheben oder beispielsweise bei der Feuerwehr die sogenannte Stiefelpauschale sich nochmal anzusehen. Das ist natürlich Aufgabe der Städte und Gemeinde, also ne, nicht des Landes, aber auch da einen Blick zu senden und zu signalisieren, wir sehen euch, denn darum, glaube ich, geht es meistens. Demografischer Wandel, Corona, das sind sagen wir mal, quasi unabweisbare Phänomene in der Gesellschaft. Es ist klar, dass dort auch das Ehrenamt betroffen war, wie wir ja im Übrigen auch sagen, dass auch auf dem, sagen wir mal, klassischen Arbeitsmarkt genau die gleichen Probleme auftauchen, dass wir eben zu wenig Geburten haben, um den demografischen Wandel auszugleichen, Stichwort Fachkräftemangel. Und das ist dann auch verständlich, dass das Ehrenamt von den gleichen Problemen betroffen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, dass die gleichen Motivationen für das Ehrenamt ja bleiben. Also wenn man zum Beispiel jetzt dieses Phänomen, dass man weite Arbeitswege zurücklegen muss vom Wohnort zum Arbeitsort, dann ist das eine Aufgabe, die die Gesellschaft organisieren muss, der Staat organisieren muss, was das Ehrenamt betrifft. Sage ich aber auch, dass fast in jeder Wohnsituation eine ehrenamtliche Tätigkeit möglich wäre, wenn man sozusagen sich dafür interessiert. Denken Sie an die Fragen, dass man sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, die ja sehr breit geografisch aufgestellt ist, engagieren kann, in der Nachbarschaftshilfe und vieles andere mehr. Trotzdem gilt auch für das Ehrenamt, dass man staatliche Unterstützungsleistungen in vielen Fällen braucht. Es ist ja eine generelle oder verschiedene generelle Unterstützungsmaßnahmen gibt es ja für das Ehrenamt, wenn man zum Beispiel an die Möglichkeit denkt, Gemeinnützigkeit sich anerkennen zu lassen und verschiedene andere, zum Teil steuerliche Vergünstigungen in Blick nimmt. Auf der anderen Seite reicht das aber nicht aus, sondern es muss für verschiedene ehrenamtliche Strukturen auch zusätzliche Unterstützung organisiert werden. Und was ich für ganz wichtig halte, es muss auch sichergestellt werden, dass das Ehrenamt unabhängig von politischen Vorgaben, also sehr pluralistisch, selbstbestimmt arbeiten kann. Das ist für Bündnis 90 die Grünen immer eine wichtige Zielstellung gewesen. Um anzugehen, was wir hier im Land vorankriegen müssen, müssen wir sehen, dass Ehrenamt findet ja in der Freizeit statt.
Und wenn ich mein komplettes Berufsleben ausgelastet habe, ob ich jetzt nur pendel oder ausliege oder ich einfach so lange Arbeitszeiten habe, dass da gar keine Zeit mehr übrig bleibt fürs Ehrenamt, dann ist das ein Problem. Wir sehen das ganz akut bei den Feuerwehren, wo viele Kameradinnen und Kameraden einfach so weit weg vom Heimatort arbeiten, dass sie gar nicht den Einsatz gehen können, falls tatsächlich etwas ist. Und für uns ist es durchaus wichtig zu gucken, dass wenn wir Arbeitsplätze in der Region haben, wir dieses ganze Auspendeln gar nicht mehr so stark haben, wir vielleicht auch innerhalb des Landes nicht so lange Pendlerwege haben, dann eröffnen wir viel mehr Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also generell erstmal diese Möglichkeit zu schaffen, das überhaupt in Angriff zu nehmen. So, und dann muss man natürlich immer gucken, welches Ehrenamt passt zu jemandem. Es ist nicht so, dass jeder irgendwo in der Feuerwehr oder in der Wasserrettung tätig ist. Wir haben auch genügend Leute, die sich ehrenamtlich auch in der Seniorenbetreuung, in der Kinderbetreuung engagieren oder einfach in anderen sozialen Bereichen. Und das macht sehr, sehr viel aus. Und den Mehrwert schafft man nur, indem man auch sagt, liebe Leute, schnuppert doch mal rein, guckt euch das mal an. Und wenn man dann einmal mit dabei ist, dann muss man natürlich immer noch gucken, dass das Ganze vernünftig ausgestattet wird. Also die Randbedingungen müssen stimmen. Wir reden da ganz häufig über Versicherungen, wir reden da ganz häufig über Haftung zum Beispiel. Also wenn ich im Ehrenamt tätig bin, dann möchte ich natürlich irgendwie nicht, dass ich dafür am Ende irgendwie hohe Geldstrafen oder im Zweifel Haftstrafen in Kauf nehmen muss. Das schreckt ab, das darf nicht sein. Und diese Freiwilligkeit im Ehrenamt, die muss so unterstützt werden vom Staat und von der Gesellschaft, dass sie in der Freizeit mit einem guten Ausbildungsstand und auch mit einem, ich sag mal, relativ geringen Haftungsrisiko, also alles, was jetzt nicht vorsätzlich ist, sollte auch freigestellt sein, dann quasi in den ehrenamtlichen Tätigkeiten. Das müssen wir absichern. Und dann natürlich auch finanzielle Ausstattung von vielen Vereinen und Co., dass man sagt, okay, es müssen Fahrten irgendwie organisiert werden, es müssen irgendwie Jugendfreizeiten organisiert werden. Und das kostet natürlich alles Zeit, das steckt man als Ehrenamtler rein, aber das Geld dahinter muss halt auch irgendwo herkommen. Und da reden wir dann auch über steuerliche Freistellungen und Co. Und das sind wichtige Punkte, die wir gerade zur Stärkung des Ehrenamtes bei uns wiederfinden. Massives Problem ist natürlich der demografische Wandel, aber auch jetzt die weiten Wege. Wir müssen sehen, dass wir die Kosten auch da schmälern können. Deswegen haben wir beispielsweise häufiger vorgeschlagen, Steuersenkungen vorzunehmen auf Treibstoff, dass die Fahrtwege günstiger werden. Aber auch die Corona-Maßnahmen haben zum Beispiel vielen Sportverein zugesetzt. Da sind wir natürlich erpicht darauf, dass es gelockert bleibt im Großen und Ganzen, dort wo es möglich ist und keine neuen Maßnahmen eingeführt werden. Das sind die zwei großen Steckenpferde, um das Ehrenamt in der Breite erstmals zu schützen. Ja, die Herausforderungen nehmen wir natürlich wahr und wir nehmen diese Herausforderungen auch an. Als Partei sind wir auf ehrenamtliche Mitarbeit natürlich angewiesen und unsere Mitglieder engagieren sich auch in vielen Vereinen, vielen Verbänden, in Initiativen, sind bürgerschaftlich engagiert und da sehen wir, das Ehrenamt braucht Hauptamt, das Ehrenamt braucht Strukturen, wie beispielsweise die Ehrenamtsstiftung, wie die Ehrenamtsmessen, wie die Mitmachzentralen. Und deshalb sind diese Strukturen für das Ehrenamt extrem wichtig. Und deshalb setzen wir uns auch dafür ein, dass diese Strukturen weiter ausgebaut werden, dass sie gesichert werden, dass wir sie auch weiterentwickeln. Insbesondere die Ehrenamtsstiftung, die ja auch durch Landesmittel finanziert ist, die bietet Vereinen Initiativen nicht nur konkrete Förderung an, sondern auch Beratung und Vernetzung. Und das muss auf jeden Fall auch bleiben und muss weiterentwickelt werden. Im Landtag sind wir ja als Vertreter für die Bürger des Landes natürlich auch beauftragt, uns dann nochmal ganz konkrete Gedanken zu machen. Deswegen wird es einen Auftrag geben, eine Ehrenamtsstrategie zu entwickeln an die Landesregierung, die dann eben mit der Umsetzung solcher Aufträge verbunden ist. Und aus unserer Partei kam eben dieser Auftrag vom Landesparteitag. Also das funktioniert schon so, dass in der Partei die Engagierten Aufträge geben an die Landtagsfraktion, die wiederum dann auch der Regierungsfraktion sagt, was sie zu tun und umzusetzen hat. Und konkret die Regierung schaut schon sehr genau hin. Da gibt es Schutzschirme, da gibt es Fördermittel für verschiedene Bereiche. Aber natürlich kann
so eine Regierung und auch so eine Landtagsfraktion jetzt nicht alle Probleme lösen. Manches muss eben einfach vor Ort geschehen. Man schaut, dass man den finanziellen Rahmen gut setzt, damit die Strukturen nicht eingehen. Und man schaut eben, dass der gesetzliche Rahmen funktioniert. Also zum Beispiel, dass wenn eine Mitgliederversammlung nicht stattfinden konnte in einem Jahr, dass dann die auch im nächsten Jahr nachgeholt werden kann. Das war vorher vereinsrechtlich nicht möglich. Das wurde jetzt aber geändert, eben aufgrund dieser Corona-Zwangsmaßnahmen zum Beispiel. Und diese vielen gesellschaftlichen Veränderungen, da müssen alle Beteiligten gute Ideen entwickeln. Das kann man auch nicht einfach nur den Politikern oder der Regierung überlassen. Das müssen wir miteinander schaffen. Wie stärken Sie das Ehrenamt? Also ich bin davon überzeugt, dass unser System, vor allem gerade der politischen Willensbildung, ein gutes ist. Deswegen finde ich es auch gut, dass die Zugangsmöglichkeiten, beispielsweise in Kommunalparlamenten aktiv zu sein, wirklich gering sind. Ich kann das bei uns sagen, beispielsweise in Bad Dobran. Also dann gibt es 25 Stadtvertreter aus 11 verschiedenen Gruppierungen. Und da sieht man, also mit welchem Enthusiasmus die Kollegen dabei sind. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn Sie gerade auf Jugendliche oder Senioren gucken, und da staue ich wieder in meine Stadt, nicht weil sie besonders vorbildlich ist, sondern weil ich sehe, was da passiert, dass es dort eben auch ein Kinder- und Jugendparlament gibt und einen Seniorenbeirat, der wahnsinnig aktiv ist. Also nicht nur, weil er die Seniorentage tatsächlich für die ganze Stadt und die Region gemeinsam mit anderen Städten und Dörfern durchführt, sondern tatsächlich eben sich auch für die Belange einsetzt. Das gilt auch für den Behindertenbeirat. Das heißt, wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und das halte ich auch für gut. Wenn es wichtigere Impulse gibt, zu sagen, da müsstet ihr aber nochmal gesondert hinschauen, ja, dann sind wir dazu natürlich auch bereit. Ich denke, das Wichtigste in dieser Frage ist die Vorbildwirkung. Aber Vorbildwirkung muss auch öffentlich gemacht werden, muss gezeigt werden, muss über Vorbild muss informiert werden. Ich glaube, dass wir da noch eine Menge Hausaufgaben eigentlich machen müssen. Das ist ganz wichtig, dass man über die verschiedenen ehrenamtlichen Initiativen Kenntnisse erlangt, weil Ehrenamt auch immer zu tun hat mit gewissen persönlichen Neigungen, persönlichen Interessen. Also zum Beispiel engagiere ich mich eher karitativ, engagiere ich mich eher politisch ehrenamtlich, eher künstlerisch ehrenamtlich und vieles andere mehr. Also an der Stelle sehe ich die Notwendigkeit, viel mehr über Vorbilder zu informieren und deswegen das Interesse gerade in der jungen Generation zu wecken. Ich denke, dass das ehrenamtliche Engagement derjenigen, die sehr lebenserfahren sind, also im Bereich der Seniorinnen und Senioren, verhältnismäßig ausgeprägt ist. Und ich glaube, die Motivation dort kann man vielleicht als sogar größer einschätzen zurzeit. Aber wir sehen auch sehr häufig in den Ehrenamtstrukturen, bei uns zumindest so, wir haben entweder viele Jüngere und viele Ältere. Menschen, die mitten im Berufsleben stehen oder gerade Familie gegründet haben, haben natürlich andere Prioritäten. Und Jugendliche muss man ja da auch irgendwie erstmal ranführen. Und wir haben einen Schulalltag bei vielen Kindern und Jugendlichen, der nebenbei kaum noch Sachen zulässt. Das heißt also, wir müssen sehen, wie können wir zumindest das Angebot von ehrenamtlichen Strukturen, Vereinen etc. auch in die Schulen mit reinbringen, wie können wir das integrieren. Vielleicht können das sogar auch Teile von freiwilligen Programmen im Lehrplan oder ähnliches sein, sodass man halt quasi Ehrenamt unterstützt, das mit der schulischen Leistung vielleicht sogar auch verknüpfen kann. Dadurch bringe ich Kinder und Jugendliche ran, um das kennenzulernen und vielleicht sogar später weiterzumachen. So, und bei den Senioren und bei den Seniorinnen und Senioren ist es relativ ähnlich. Da muss man sich die Situation vorstellen, man kommt irgendwie raus aus dem Berufsleben, man hat sich vielleicht irgendwie viel für Familie und Beruf irgendwie aufgeopfert und jetzt hat man plötzlich einen neuen Freizeitgewinn. Und viele orientieren sich dann halt erstmal. Das heißt, diese Orientierungsangebote zu gucken, welche Neigungen passen, wo kann man was machen, da muss man schon irgendwie erstmal hinkommen. So, und dann ist natürlich auch nicht alles das, was zu einem passt, ist im eigenen Ort verfügbar. Das heißt, da muss man auch gucken, welche Flexibilitäten, Erreichbarkeiten, gegebenenfalls auch öffentliche Verkehre man dann noch gewährleisten muss, um von dem einen Ort in den anderen zu kommen, um auch sein Ehrenamt im höheren Alter nachgehen zu können. Ja, einerseits stehen wir klassischerweise dafür, die direkte Demokratie zu fördern, wo es ja auch viele ehrenamtliche Organisationen und Vereine gibt, die beispielsweise durch Bürgerinitiativen, durch Abstimmungen und sowas
direkt Einfluss auf den Landtag oder die Kommune erreichen wollen. Das wollen wir auf jeden Fall stärken. Zum anderen wollen wir die Leute in viel jüngeren Jahren beteiligen. Wir wollen voranbringen, dass Ehrenamt auch schon in Schulen auf Zeugnissen gutiert wird, um auch die sozialen Komponenten der Kinder und Jugendlichen in den Vordergrund zu rücken und sozusagen jünger und auf stärkere, breitere demokratische Füße wollen wir das Ehrenamt bringen. Wir werden in der nächsten Landtagssitzung gemeinsam mit der SPD einen Antrag zur Erarbeitung einer Engagementstrategie einbringen, einer landesweiten Engagementstrategie. Und da geht es darum, eben Rahmenbedingungen für das Ehrenamt weiter zu verbessern, eine breite Beteiligung auch zu sichern und natürlich neue Ehrenamtler zu gewinnen. Und da ist eine besondere Zielgruppe, die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren. Erstens, weil natürlich der Anteil der Seniorinnen und Senioren in unserem Land immer weiter zunimmt. Und zweitens, weil bürgerschaftliches Engagement auch dazu beiträgt, gegen Einsamkeit im Alter vorzugehen. Und deshalb ist diese Zielgruppe nochmal besonders herauszustellen, aber auch für Jugendliche wird sehr viel getan. Also es gibt die Enquete-Kommission Jungsein in Mecklenburg-Vorpommern. Seit Juni arbeitet diese Enquete-Kommission und auch hier gibt es einen ganz breiten Beteiligungsprozess, der jetzt bis 2026 erfolgt unter dem Namen Hashtag Mitmischen MV. Und hier wird es breite Beteiligung geben im gesamten Land. In allen Ecken des Landes werden Beteiligungsformate angeboten für junge Leute, um auch ihre Lebenslagen aufzunehmen, um ihre Wünsche und Bedürfnisse auch in die konkreten politischen Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Und wir erwarten von diesem Prozess auch, dass wir junge Leute ermutigen, sich selbst zu engagieren, sich selbst einzubringen und auch Verantwortung zu übernehmen. Ich bin noch nicht so lange in der Politik aktiv, erst seit einem halben Jahr im Landtag und davor war ich eher vor ein paar Jahren normales Parteimitglied. Und jetzt merke ich eben, oder es irritiert mich, dass die Menschen denken, sie könnten nur wählen gehen oder ein bisschen demonstrieren. Und es gibt so viele mehr Möglichkeiten. Also das Erste ist mal mit jemandem reden, wenn man ein Anliegen hat. Zum Bürgermeister gehen und sagen, da ist ein Problem mit dem Spielplatz und nicht warten, dass der von alleine drauf kommt. Der kommt einfach nicht überall rum. Man kann mal jemanden darauf hinweisen. Das Gleiche geht mir auch so als Landtagsabgeordnete. Das eine oder andere kann ich ganz gut als Impuls im Landtag einbringen, wenn da gesetzliche Probleme sind. Ich kenne nur nicht alles. Ich habe ja nur einen begrenzten Wirkungsradius. Also einfach erstmal mit den Leuten, die an Schnittstellen sind, reden, auf sie zugehen. Das wäre eigentlich das Allererste und Allereinfachste. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, Bürgerinitiativen zu gründen, sich an die Verwaltung zu wenden, Auskünfte einzufordern. Und manchmal hilft auch schon, wenn man eine Auskunft einfordert, dass da sich die Dinge im Amt ein bisschen bewegen, weil sie merken, jemand guckt genau hin. Also es gibt bereits ganz viele Möglichkeiten, wie man sich einbringen muss. Und die werden leider, wie ich es wahrnehme, viel zu wenig genutzt. Und sonst, was wir jetzt als Partei explizit zur Mitwirkung und Mitbestimmung tun, ist, dass wir in der Enquete-Kommission Jungsein in Mecklenburg-Vorpommern gerade jetzt das erste Thema Mitbestimmung und Beteiligung für junge Leute in Mecklenburg-Vorpommern ganz oben aufstellen und auch die jungen Leute dazu befragen, was sie sich wünschen, wie sie sich vorstellen können, sich zu beteiligen. Das machen wir konkret. Was tun Sie, damit sich mehr junge Leute engagieren? Also ich glaube, das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass es wichtig ist, vor allem Jugendliche für das Ehrenamt zu gewinnen. Und ich denke da zum Beispiel an Kooperationsvereinbarungen zwischen Schulen mit THW, mit Feuerwehr oder aber auch mit Sportvereinen, weil in der Tat also nur der Zugang zum Verein der wichtigste Impuls ist. Wichtig ist aber auch, dass man jemanden als Vorbild hat und jemanden kennt, der beispielsweise sich ehrenamtlich engagiert, denn das hilft tatsächlich, die Hürde und die Schwelle zu übertreten, um sich engagieren zu wollen und zu können. Also es ist schon so, dass Ehrenamtlichkeit eine freiwillige Leistung bleiben muss. Ich glaube, dann hat man die größte Möglichkeit, alle Potenziale zu heben. Andererseits ist es nötig, bei der Freiwilligkeit darüber eben auch im Schulalltag zu informieren und andererseits auch gewisse, ich sag's mal,
Belobigungsstrukturen für ehrenamtliches Engagement mit einzuführen. Also, ich denke, gerade aus meiner Geschichte, mich hat das damals unheimlich motiviert, als ich das erste Mal eine Anerkennung dafür kriegte. Ehrenamt ist, hängt auch immer, ehrenamtliches Engagement und die Motivation dafür ist umso größer, je mehr man auch Anerkennung dafür bekommt. Und das, finde ich, ist eine Sache, die man im Schulalltag, im Jugendalter durchaus organisieren kann. Ein Punkt, was vielleicht immer noch mal auch in gesellschaftlichen Diskussionen aufkommt, gerade bei Kindern und Jugendlichen, ist das Thema Leistungsbereitschaft. Wenn ich ein Ehrenamt ausführe oder ausfülle an der Stelle, dann möchte ich natürlich auch, erwarte ich auch eine gewisse Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft. Das ist auch etwas, was wir schulisch und gesellschaftlich auch von unseren Kindern und Jugendlichen ab einem gewissen Alter auch einfach einfordern müssen. Auch Ehrenamt funktioniert an der Stelle nur mit einer gewissen Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit. Das ist eine Erwartungshaltung, wo ich glaube, das sollte man auch entsprechend kommunizieren dürfen. Ja, wir haben uns ins Wahlprogramm geschrieben, dass wir insbesondere auf Zeugnissen ein Beiblatt einfügen wollen, dass junge Menschen eine Art Bonus bekommen, wenn sie sich sozial engagiert haben. Das zum einen. Zum anderen ist es natürlich eine Geschichte von Eltern, Lehrern und Schülern, dass man gemeinsam Strategien entwickelt, wie man junge Menschen schon von klein auf dazu bewegt, sich im Ehrenamt zu engagieren. Und natürlich ein großes Ding auf Bundesebene wird sein, dass man seitens der AfD weiterhin fordert, Zivildienst und Wehrpflicht wieder einzuführen. Für uns war es in der Vergangenheit ein hoher Garant dafür, dass Leute sich in der Pflege oder in anderen Gesundheitsberufen beispielsweise engagieren oder im Ehrenamt, dass sie eben aus dem Zivildienst kommen und das dort erstmal praktisch kennengelernt haben. Ja, Schule und Berufsschule ist sehr wichtig. Hier kommt es darauf an, dass gerade politische Bildung und Demokratiebildung einen größeren Raum einnehmen müssen. Dazu müssen die Rahmenbedingungen einfach auch stimmen an Schule und Berufsschule. Und es ist so, dass sich gerade diese Koalition ja auch dafür einsetzt, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden, indem auch wir einfach mehr Lehrkräfte gewinnen, um Raum für solche Angebote auch zu haben. Und das ist der Ansatz. Und auch im außerschulischen Bereich ist es ganz wichtig, dass wir die Regionalzentren für demokratische Kultur weiter stärken, dass die auch durch junge Leute genutzt werden. Und dass natürlich auch zum Beispiel im außerschulischen Bereich Jugendparlamente noch eine größere Rolle spielen. Da gibt es einige von uns, einige Jugendparlamente gibt es schon im Land. Aber hier sehen wir Möglichkeiten, dass in vielen, vielen Orten, vielen Städten und Gemeinden sich solche Strukturen entwickeln und eben auch Beteiligung für junge Leute ermöglichen. Also ich glaube, es fängt tatsächlich schon in der Kita an, dass die Kleinen schon lernen und das mit ihren Erzieherinnen auch einüben, dass sie sich beteiligen können. Also dass sie mit aussuchen können, was es zu essen gibt, dass sie mit Kriterien bestimmen können, wenn eine neue Erzieherin eingestellt wird, was die können soll. Das kann man die Kinder ja fragen. Da denkt man nur nicht drauf, wenn man so ein bisschen restriktiver erzogen wurde, dass das tatsächlich eine Möglichkeit ist, was die Kleinen schon können. Und da kann man es lernen, dass sie sich schon einbringen können. Da fängt es an, geht natürlich dann durch die Institutionen weiter. Und sonst, glaube ich, sind viele Probleme schon lange bekannt für junge Leute. Also im ländlichen Raum ist immer das Thema, wie kommen sie hin zu dem Ort, wo sie sich engagieren können. Und auch wie findet man Leute, die sich quasi im Rahmen von jugendschutzrechtlichen Fragen auch um die jungen Leute kümmern. Das andere ist aber auch, dass Jugendliche natürlich sehr viel alleine können und machen können. Und da fehlt es oft auch an Räumen, Netzwerkpunkten, Treffpunkten. Also da ist der öffentliche Raum die Bushaltestelle. Aber ich weiß nicht, wie viel gesellschaftliches Engagement dort dann tatsächlich entsteht. Wenn Sie alleinige Regierungspartei in Mecklenburg-Vorpommern wären, was würden Sie ändern? Das Besondere an dem Ehrenamt ist eigentlich, dass es eben nicht staatlich organisiert und gelenkt ist, sondern ein zivilgesellschaftliches Engagement. Und insofern würde ich mir wünschen, dass das eben genau auch nochmal besonders deutlich wird. Also die Trennung zwischen Ehrenamt und der Staat und des Staates, weil es eben eine Verknüpfung gibt, aber keine Gleichschaltung. Und insofern würde ich da einen besonderen Punkt und Augenmerk drauf legen. Für die Zivilgesellschaft würde sich
insofern etwas ändern, dass Bündnis 90 die Grünen auf allen politischen Ebenen immer dafür eingetreten sind, dass ehrenamtliche, und zwar ehrenamtliche Nichtregierungsstrukturen gestärkt würden, also die Unabhängigkeit gestärkt wird und sie auch abgesichert wird, diese Unabhängigkeit von allzu viel politischem Einfluss. Wir haben solche Situationen erlebt auf Bundesebene, dass bestimmte Ehrenamtsstrukturen, die sich zum Beispiel in der Demokratiebildung engagieren oder die sich im Umweltschutz engagieren, von politischer Seite geschwächt werden sollten. Wir haben als Bündnis Grüne bestimmte Klagemöglichkeiten für Verbände durchgesetzt. Also auf diesem Weg würden wir auch weitergehen. Was die Unterstützungsstrukturen finanzieller Hinsicht betrifft, müsste man bei den ganz unterschiedlichen ehrenamtlichen Strukturen, Vereinen und so weiter und so fort, immer gucken, ob die Unterstützung, die geleistet wird in finanzieller Hinsicht, den sozusagen aktuellen finanziellen Möglichkeiten entspricht. Also ich mache da mal ein Beispiel. Wenn man eine Förderung von einem Verein beispielsweise einmal in einem Haushalt festlegt und dann die nächsten Haushalte immer den gleichen Betrag einstellt und das als Verstetigung versteht, dann trifft das mit den aktuellen Gegebenheiten nicht überein. Man müsste beispielsweise eine Dynamisierung solcher Unterstützungsleistungen, finanziellen Unterstützungsleistungen einführen. Da würden wir uns als Bündnis Grüne für einsetzen. Und ich denke, dann gibt es darüber hinaus, da die innovativen ehrenamtlichen Strukturen, die völlig neue Engagementmöglichkeiten in den Blick nehmen. Und dort müsste man mehr darauf achten, dass die Überführung dieser innovativen Ehrenamtsstrukturen in eine Situation, dass sie unterstützt werden, schneller vorangehen. Es gibt keine Einzelmaßnahme, wo ich sage, genau das ist das fürs Ehrenamt. Ich hatte schon gesagt, verschiedene Sachen wie zum Beispiel steuerliche Freistellung oder ähnliches. Man kann auch über das Thema nachdenken, das wird bei uns intern aktuell diskutiert, ob es nicht sogar Rentenpunkte geben könnte für ehrenamtliches Engagement. Das heißt also, wenn ich mich irgendwie von der Arbeit freistellen lasse oder nach der Arbeit noch etwas mache, dass ich dafür auch bestimmte Punkte sammeln kann, um im Rentensystem davon zu profitieren. Ich glaube allerdings auch, dass Ehrenamt nicht etwas ist, was primär finanziell getrieben ist. Ehrenamt wird von den allermeisten Menschen aus einer inneren Überzeugung ausgeübt. Und diese innere Überzeugung, da muss ich einfach die Rahmenbedingungen schaffen, dass man diese ausleben kann. Und dazu gehört halt ein berufliches, privates, familiäres Umfeld, Sozialeinrichtungen, öffentlicher Nahverkehr, um das alles irgendwie ausleben zu können. Und so können wir die Leidenschaft der Leute auch tatsächlich entfachen und zum Blühen bringen. Und auf jeden Fall wäre uns ein Herzensanliegen, den ÖPNV hier im Land zu stärken, in einem gemeinsamen Verbund, wie wir es bereits gefordert haben, mit kostenlosen Schüler- und Jugendverkehr. Dort können wir auf jeden Fall viel an Wegen einsparen und Kosten von jungen Menschen, die sich engagieren wollen, das zum einen. Zum anderen haben wir bereits geplant, dass wir mehr Geld für Katastrophenschutz, für Feuerwehr zur Verfügung stellen, jetzt im Haushalt. Das wurde leider abgelehnt, aber wir wollen halt einen festen, soliden Katastrophenschutz und eine Feuerwehr haben, die auch Spaß macht, wo junge Leute, wo Menschen sich engagieren wollen mit neuer Technik, mit Ausrüstung, die hilft. Das sind so die Kernpunkte, die wir sofort umsetzen würden. Also ganz oben würde stehen die Stärkung der kommunalen Ebene, weil wenn wir die Kommunen stärken, das heißt, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, auch ihre Ehrenamtler, ihre Vereine, ihre Initiativen stärker zu unterstützen, dann sind auch mehr Leute bereit, sich ehrenamtlich, bürgerschaftlich zu engagieren. Davon bin ich überzeugt. Und natürlich muss die gesamte Infrastruktur stimmen. Auch dafür sind ja die Kommunen zuständig. Und insofern gilt es, die Kommunen zu stärken, dass sie erstmal den Rahmen schaffen, beispielsweise auch Mobilität möglich machen über ÖPNV, über gute Angebote im ÖPNV, auch über kostengünstige Angebote im ÖPNV. Auch das ist etwas, was uns
häufig begegnet, dass Menschen mobil sein müssen, um im Ehrenamt unterwegs zu sein, dass sie kostengünstig unterwegs sein müssen. Und das wäre eine Sache, die uns besonders wichtig ist, also die bei uns ganz oben steht, der Ausbau des ÖPNV und die kostengünstige Nutzung des ÖPNVs. Und dazu gehört auch ein Ausbau der Radwege, auch das ist wichtig, gerade für junge Leute. Und in diesem Sinne wäre das eine gute Grundlage, um bürgerschaftliches Engagement nochmal möglich zu machen und überhaupt da gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Jetzt ist ja meine Partei seit 25 Jahren Regierungspartei und auch immer mit den Mehrheiten im Landtag und nimmt sehr viel in Angriff, um die Situation zu verbessern, immer im Rahmen der Möglichkeiten. Wir sind ein großes Bundesland, das dünn besiedelt ist, die Einkommenssituation ist sehr gering. Also ich glaube zum Beispiel, dass mit dem Mindestlohn, der jetzt durchkommt, eine Möglichkeit geschaffen ist, wo man zumindest eine finanzielle Basis schafft und auch Druck auf die Unternehmen ausübt, dass sie bessere Löhne zahlen und dann eben ist auch mal mehr drin, für nochmal eine Extratour fürs Ehrenamt zu drehen. Also ich glaube, das ist eins, die finanzielle Situation der Ehrenamtlichen zu verbessern. Und zwar nicht, indem man Ehrenamt finanziert, sondern indem man die grundsätzlichen Einkommensbedingungen verbessert, sodass das da eben möglich ist. Und sonst würde ich auch hier jetzt erstmal wieder darauf kommen, wir werden diese Ehrenamtsstrategie entwickeln, beauftragen und dann weitersehen. Also es gibt unglaublich viele Initiativen schon, die Ehrenamt unterstützen. Das ist hier beim DRK die Ehrenamtsverantwortlichen, das sind Ehrenamtsmessen, das ist die Ehrenamtsstiftung, die Fördermittel verteilt, rechtliche Beratung anbietet. Das sind aber auch an vielen Stellen, wo man es erstmal nicht so sieht, die ganzen Stellen beim Sport oder auch im Kulturbereich. Ich vorher war ja Geschäftsführerin im Heimatverband von Mecklenburg-Vorpommern und wir haben Ehrenamtliche unterstützt im Kulturbereich. Und das war landesfinanziert, diese Netzwerkstelle. Also da passiert sehr viel schon im Land. Ich denke, mit einer Strategie kann man es jetzt noch mal besser koordinieren, aber ich glaube, es läuft schon sehr viel und es wird daran weiter verbessert. Wie bewerten Sie die Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern? Ich finde es großartig. Und ich freue mich wirklich darüber, dass die Ehrenamtsmessen in den vergangenen Jahren live und in Farbe stattfinden konnten. Und jetzt werden Sie sagen, kommen Sie jetzt nicht wieder mit Bad Doberan. Aber in der Tat ist es so, dass ich meine erste Erfahrung eben selbst auch mit der Ehrenamtsmesse gemacht habe. Im Übrigen auch, also als Mitglied des Klostervereins damals. Und ich finde es gut, weil es nochmal einen anderen Zugang auch zum Ehrenamt ermöglicht. Deswegen unterstütze ich die Ehrenamtsmessen ausdrücklich. Also ich glaube, da hat diese Ehrenamtsmesse genau das auch aufgegriffen, was mir im Zusammenhang mit der Ehrenamtlichkeit ja auch auf den Nägeln brannte, nämlich, dass man sich öffentlich präsentiert, die Vielfalt darstellt. Und ich kenne das ja, die Ehrenamtsmesse in Rostock, da gibt es ja, also wenn die dort sich vorstellen, die verschiedenen Vereine und auch Verbände, dann merkt man erstmal, was für Vielfalt in Ehrenamt steckt. Und das ist, glaube ich, für viele, die dort vielleicht das erste Mal hingehen und sogar selbst ehrenamtlich engagiert sind, immer auch ein sehr starker Erkenntniszuwachs und eine Überraschung, wie viel unterschiedliches Ehrenamt es gibt. Und wenn man das weitertragen kann, dann ist das eine der Möglichkeiten, das Ehrenamt zu stärken und auch andere, unter anderem auch junge Leute, zu motivieren. Ehrenamtsmessen sind wirklich ein tolles Projekt. Ich kenne das von der Universität Greifswald. Da gibt es zweimal im Jahr den Markt der Möglichkeiten, wo sich Verbände, Vereine und Co. vorstellen. Ich selber war da halt auch mit meiner Ortsgruppe häufiger da und man kommt ins Gespräch, man bietet den Leuten, die sich dafür interessieren, Möglichkeiten. Und genau das macht so eine Ehrenamtsmesse. Eine Ehrenamtsmesse zeigt die Vielfalt, wie man sich engagieren kann, was man machen kann. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, um den Leuten hier zu zeigen, was so geht und Anknüpfungspunkte zu schaffen, wo man sich engagieren kann. Ja, bei aller Kritik, die man manchmal hervorbringen kann, wir halten die Ehrenamtsmesse für ein hervorragendes Projekt. Es dient dazu, dass die Leute sich direkt ein Bild machen können von den verschiedenen Organisationen, die dort auftreten. Man kann in den Dialog treten mit den ganzen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Und das gilt es jetzt nun zu forcieren und auszubauen, mehr Anbieter auf die Messe zu bringen, auch mehr junge Leute, Schüler, ältere Senioren.
dazu zu bewegen, diese Messe zu besuchen und letztendlich ein Ehrenamt aufzunehmen, was wir für alle hoffen. Ja, die Ehrenamtsmessen werden ja finanziert auch oder unterstützt durch Landesmittel. Das ist total richtig. Also ich finde das sehr wichtig, dass das auch so bleibt. Die Ehrenamtsmessen sind ein bewährtes Instrument, wie wir sehen, oder ein bewährtes Format und deshalb auch sehr, sehr wertvoll. Und insofern kann ich nur sagen, das ist ein tolles Format, um sich erstmal zu informieren, um zu gucken, was gibt's alles an Angeboten im ehrenamtlichen Bereich, um sich zu vernetzen, um sich auszutauschen. Und auch die Verbindung, wie ich sehen konnte, ins Digitale ist schon sehr gut. Es gibt eine tolle Website, die ich nur empfehlen kann, um auch sich darüber zu informieren und auch digitale Formate zu nutzen. Mein Name ist Claudia Ring. Ich leite im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport in der Abteilung Soziales das Referat für Seniorenpolitik, ehrenamtliches Engagement, Unfall- und Sozialversicherungsrecht. Im Rahmen der Seniorenpolitik fördern wir unter anderem mit finanziellen Mitteln die Ausbildung zur Seniortrainerin oder zum Seniortrainer oder zum Silversurfer. Dazu melden wir im Rahmen der Haushaltsanmeldungen finanzielle Mittel an, die dann wiederum also von unserem Haus an das Finanzministerium weitergegeben werden. Genauso ist es mit der Ehrenamtsförderung, dass wir zum Beispiel ja Ehrenamtskoordinatorinnen und Ehrenamtskoordinatoren fördern. Auch da melden wir die Haushaltsmittel dazu an und geben sie dementsprechend also an das Finanzministerium weiter, damit also diese Gelder im Landeshaushalt integriert sind und wir dementsprechend Förderanträge bewilligen können, was nicht unser Haus selbst macht, sondern unsere Zuwendungsbehörde, das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Na, die Grenzen bestehen immer dann, dass wir also grundsätzlich eigentlich ganz gerne mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hätten. Wir aber natürlich nach dem Grundsatz leben, wie jeder öffentliche Dienst, immer nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Und da geht es eben, ja, wie ich immer zu sagen pflege, auch bei uns nicht nach Wünsch dir was, sondern wir müssen uns eben an dem orientieren, was das Land tatsächlich an finanziellen Möglichkeiten hat. Und gleichzeitig also ist es eben so, wenn wir jetzt strategische Überlegungen anstellen, gerade jetzt, wenn es um die Förderung des Ehrenamtes geht. Wir haben jetzt gerade mit großer Verzögerung den Freiwilligen-Survey 2019 bekommen und hier eine Länderauswertung für Mecklenburg-Vorpommern. Und da mussten wir feststellen, dass sich ehrenamtliches Engagement immer noch sehr hoch ist in Mecklenburg-Vorpommern. Aber es hat sich im Verhältnis zum letzten Bericht verringert. Und dementsprechend sind wir gut beraten, insbesondere auch die Politik, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft Überlegungen anzustellen, wie wir ehrenamtliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern, was nun auch noch ein großes Flächenland ist, mit einer sehr großen Demografie, das heißt also mit einer sehr großen Überalterung, weil die Senioren und Senioren stellen die größte Gruppe im Land Mecklenburg-Vorpommern dar, tun können. Und dazu bedarf es einer, nach meiner Auffassung, Strategie. So eine Ehrenamtsstrategie zu entwickeln, ist allerdings ausgesprochen arbeitsintensiv. Andere Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern, die aktuell daran arbeiten, sind mittlerweile schon anderthalb Jahre damit beschäftigt. Und das ist dann wiederum eine Frage der personellen Ausstattung eines Referates. Und das heißt, ich werde dann einfach Prioritäten setzen müssen. Ich habe mir jetzt erstmal ganz praktische Überlegungen schon angestellt. Wir brauchen zum Beispiel als erstes eine interministerielle Arbeitsgruppe, weil ehrenamtliches Engagement ist auch wie Seniorenpolitik eine Querschnittsaufgabe. Die findet ja nicht nur im Sozialministerium statt. Und dementsprechend müsste man also erstmal eine interministerielle Arbeitsgruppe aus den Ressorts bilden und ein Brainstorming machen, wie eigentlich jetzt momentan Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den einzelnen Ressorts aussieht. Und dann müssen wir umfangreich die
die Zivilgesellschaft mit einbinden. Das bedeutet, dass wir flächendeckend also Foren durchführen müssen, um eben Zivilgesellschaft vor Ort zu befragen, wie sie sich ehrenamtliches Engagement vorstellen und was sie sich wünschen und wo sie meinen, Handlungsbedarf zu sehen. Wo man das Geld bekommt, um das salopp auszudrücken, dass das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist. In diesem, da gibt es also einen vorgefertigten Antrag, ein Antragsformular vom Lagus, so wird das hier abgekürzt, und dieses Antragsformular finden Sie im Netz. Das heißt, diejenigen gemeinnützigen Träger, die bei uns einen Förderantrag stellen, nehmen dieses Formular und füllen diesen Förderantrag natürlich selbstständig aus. Währenddessen und reichen den dann also beim Landesamt für Gesundheit und Soziales ein. Hier wird es dann geprüft, ob tatsächlich also alle Fragen, die dort in diesem vorformulierten Antrag drin sind, beantwortet wurden, ob das tatsächlich mit der jeweiligen Förderrichtlinie auch das Konzept übereinstimmt. Und dann gibt es am Ende den sogenannten Bewilligungsbescheid. Also ausfüllen tun das die Antragstellenden selbst. Also zum einen ist es ja so, dass die Landesregierung die jährlichen Ehrenamtmessen fördert, weil ohne die Förderung der Landesregierung gäbe es ja keine Ehrenamtmessen. Also wir fördern sie ja im Wechsel pro Jahr mit 25 bzw. 35.000 Euro. Ich halte die Ehrenamtmessen als ein absolut geeignetes Mittel, einmal der Bevölkerung ehrenamtliches Engagement näher zu bringen, indem also sich Institutionen vorstellen mit ihren ehrenamtlichen Projekten. Gleichzeitig können sich eben also die Menschen, die also unsere Messen besuchen, auch beraten lassen, inwieweit für sie diese Art des ehrenamtlichen Engagements in Betracht kommt. Das heißt also, Ehrenamtmessen bieten nicht nur denjenigen, die bereits aktiv sind in Ehrenamt, eine Plattform, sondern dienen gleichzeitig auch dazu, Menschen, die bis dato noch nicht ehrenamtlich engagiert sind, zu animieren, unter Umständen ein Ehrenamt in einem dieser Bereiche zu ergreifen. Ich bin Jana Michael, ich bin Integrationsbeauftragte der Landesregierung. Ich bin für die Menschen mit Migrations- und Fluchtbiografie da und ich versuche, die Menschen zu integrieren. Natürlich mit Ehrenamt und Hauptamt. Das, was unser Land alles anbietet. Ohne Ehrenamtlichen wäre Integrationsarbeit überhaupt nicht möglich. Wir sind wirklich sehr, sehr abhängig von den Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die unsere Menschen mit Migrationsfluchtbiografie begleiten, die immer wieder zuhören, die für die Menschen einfach da sind. Ich versuche in meinem Ehrenamt sehr viel, sich in die entwicklungspolitische Arbeit sich zu widmen. Das heißt, gerade Klima und Flucht zu thematisieren, das mache ich ehrenamtlich. Und zum Thema Sterbebegleitung, das ist für die Menschen mit der Migrationsfluchtbiografie hier sehr, sehr schwer, einen Abschied zu nehmen, weil das alles für sie sehr weiß ist, das heißt sehr deutsch ist. Und viele Menschen brauchen auch andere Gespräche und das versuche ich dafür zu sein. Ich glaube, ohne Ehrenamt wäre das Leben sehr, sehr traurig. Und ich muss sagen, für mich, also meine ganze Familie ist ehrenamtlich sehr aktiv. Auch meine Kinder sind ehrenamtlich aktiv. Und ich denke, wenn Ehrenamt in einer Familie gelebt wird, motiviert das automatisch auch die Kinder, das auch zu tun. Und das brauchen wir für dieses Land und überhaupt überall auf der ganzen Welt. Also ich versuche für die Ehrenamtlichen immer da zu sein. Die Ehrenamtlichen haben unglaublich viele Fragen. Einmal pro Monat mache ich jedes Mal eine Veranstaltung für die Ehrenamtlichen zum Thema Trauma, zum Thema Asylrecht, zum Thema, wie kann ich mit zum Beispiel einer besonderen Gruppe wie Romnia umgehen. Also ich versuche jedes Mal die Bedarfe aus dem Ehrenamt zu sammeln und dafür auch gleich auch die Antworten anzubieten. Ich bin nicht dafür da, dass ich alles weiß, deswegen arbeite ich natürlich mit sehr vielen Menschen zusammen, mit Hochschulen, mit Universitäten, mit Hauptamtlichen, aber auch mit sehr vielen Stiftungen und Institutionen. Gleichzeitig Ich
besorge ich immer sehr viele Informationen für die Ehrenamtlichen. Das versuche ich einmal die Woche zu senden von mir oder durch die sozialen Medien, dass alle sich genug informiert fühlen. Ehrenamt ist wirklich ein unglaublich buntes Strauß, deswegen mein Ziel ist auch die Professionalisierung im Ehrenamt, weil gerade die Arbeit mit geflüchteten Personen, das ist so ein schwieriges Feld und da müsste man schauen, dass die Menschen besser vorbereitet sind, das, was dann in der Praxis dann auf sie wartet. Also mein Traum wäre bessere Qualifizierung für die Ehrenamtlichen und gleichzeitig auch Maßnahmen, also zum Beispiel wie bei Feuerwehr. Ich kann auch nicht bei Feuerwehr kommen und sagen, ich mache jetzt alles mit. Ich muss mich auch erstmal schulen lassen, wie ich das mache. Und das würde notwendig auch mit der Arbeit mit geflüchteten oder migrierten Personen. Gerade die geflüchteten Personen bringen sehr oft wirklich komplexe Traumata mit. Aber auch die migrierten Personen, wieso? Kommen auch die Personen, die sind in Not. Nicht nur Krieg, aber auch andere Gründe, wie zum Beispiel sexuelle Identität. Da brauche ich Menschen, die auf alles vorbereitet sind, auf das, was die Menschen erzählen. Die wurden vergewaltigt, die wurden geschlagen, die wurden gefoltert. Die Menschen haben unglaublich viele Schicksale erlebt. Die Familien sterben, die Familie werden verlassen. Viele sind getrennt von den Kindern, viele sind getrennt von den Eltern. Das ist so ein komplexes Thema. Und da brauche ich wirklich vorbereitete Menschen im Ehrenamt, die das aushalten, selbst davon nicht krank werden und immer noch Freude im Leben haben. Okay. Können Sie diesen Bedarf an zusätzlichen Menschen quantifizieren? Quantifizieren kann ich die Menschen nicht, das tut mir leid. Nein, ich meine, ob Sie eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie viel Personal Sie zusätzlich benötigen? Also wie viele Ehrenämter? Also, kann ich jetzt nicht sagen, es wäre mindestens die Verdoppelung, also die Doppelanzahl notwendig, glaube ich, aber vielleicht noch mehr Menschen. Das kann man wirklich nicht aushalten. Deswegen im Ehrenamt, gerade bei dem Thema Flucht oder Migration, es ist unglaublich große Fluktuation da. Also die Menschen kommen hin, die sind auch voll mit Energie, die wollen Deutsch weitergeben, die wollen alles Mögliche zeigen und dann stellen die fest, die Menschen mit Fluchtbiografie vor allem, die machen das nicht, so wie die sich das vorgestellt haben. Und da kommt ganz schnell eine große Frustration zu sich. Und da brauchen wir gerade die Menschen abzuholen, zu sagen, du hast nichts schlecht gemacht. Du brauchst nur mehr Informationen, mit dem Thema umzugehen. Ich finde das unglaublich wichtig und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ich werde alle ermutigen, gucken Sie sich das an. Ehrenamt kann Spaß machen. Es ist sehr gut, sich da zu engagieren. Man trifft sehr viele Menschen. Man kann auch über sich selbst auch wachsen. Und wie gesagt, also es ist das, was wertvoll bleibt. Und wenn man vielleicht irgendwann auch blickt auf das Leben zurück, dann kann man sagen, ja, zumindest habe ich auch versucht, in meinem Leben noch die anderen mitzunehmen. Ich finde das sehr, sehr schwierig im Moment, weil wir sehen, dass Menschen aus der Ukraine sehr gut angekommen sind und ich freue mich wahnsinnig, dass sehr viel ermöglicht wurde. Die Menschen gehen gleich auf den Arbeitsmarkt, die dürfen gleich in die Schulen, in die Kitas. Die Wohnungen wurden zur Verfügung gestellt. Unglaublich viele ehrenamtliche Menschen, die sich um die UkrainerInnen gekümmert haben. Ich sage UkrainerInnen, die nur als weiß, das heißt als privilegiert oder die gleich gelesen wurden wie die Einheimischen. Die anderen Menschen blieben uns an der Grenze, die blieben auf dem Bahnhof sitzen. Die sitzen weiterhin auch in den Gemeinschaftsunterkünften. Und das ist das, was mich sehr nachdenklich macht. Und ich muss sagen, das ist für mich das, wo wir ansetzen müssen. Wir brauchen für alle Menschen die gleichen Bedingungen. Und ich sage, für mich ist kein Unterschied, ob ein Kind vor einer Bombe weglaufen muss und es ist aus Jemen oder es ist aus Syrien oder es ist aus der Ukraine. Genauso wie Frauen, die im Not sind oder vergewaltigt wurden. Für mich macht das keinen Unterschied, ob das im Sudan passiert ist oder ob das in der Ukraine passiert ist. Und das ist das, was mich sehr traurig macht, wenn ich sehe, dass diese Unterschiede gemacht werden, auch in den Ehrenamt, dass die Menschen wirklich nur für die Menschen, die als weiß, das heißt für mich privilegiert, das hat mit Hautfarbe nichts zu tun, geholfen wird und den anderen Menschen nur am Rande.
Ich würde mir wünschen Antirassismusprogramme auch im Ehrenamt. Ich würde mir wünschen sehr viel Qualifizierungen für die Ehrenamtlichen, viel mehr Supervision, und die sollte verpflichtend sein, weil die Menschen kommen nicht zu der Supervision, oft freiwillig. Vielleicht Coaching, das wäre vielleicht auch an mancher Stelle notwendig. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass Jugendlichen mehr im Ehrenamt aktiv sind, dass junge Menschen auch, weil die kommen mit sehr vielen neuen Ideen, die kommen auch mit wirklich medialen Kompetenzen, die man auch heutzutage sehr gut nutzen kann, egal in welche sozialen, über welche sozialen Medien wir dann die Informationen an die Geflüchteten weitergeben. Die Ehrenamtsstiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist eine wichtige Einrichtung für alle Menschen, die sich in ihrer Freizeit engagieren. Ja, welche Ziele diese Stiftung hat, wie sie unterstützen kann und was das Ehrenamt in Zukunft braucht, all das hören wir jetzt im Interview. Mein Name ist Adriana Letrari und ich bin die geschäftsführende Vorständin der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern ist das Landeskompetenzzentrum für alle ehrenamtlich engagierten Landeskinder. Wir unterstützen, indem wir finanziell fördern, juristisch beraten, indem wir zeitgemäßes Arbeiten mit einem ganz tollen Programm für Organisationsentwicklung supporten. Wir verleihen den Ehrenamtsengagementpreis und Sie bekommen bei uns auch beispielsweise die Ehrenamtskarte. Also unser Portfolio ist bunt und uns geht es vor allem darum, dass wir die 12.195 Vereine, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, mit möglichst viel darin unterstützen, dass sie Gutes tun, damit MV gut tut. Die Ehrenamtskarte ist ein Anerkennungsinstrument und Sie können die Ehrenamtskarte bei Ihrer Mitmachzentrale Ihres Vertrauens beantragen, wenn Sie circa 5 Stunden in der Woche ehrenamtlich engagiert sind. Dann erhalten Sie diese Karte und können jetzt mittlerweile mit über 250 Partnern bei denen vor Ort bestimmte Rabattierungen in Anspruch nehmen. Das sind aber tatsächlich nicht nur Unternehmen, sondern auch Museen, die Sie einladen beispielsweise. Wir helfen Ihnen insofern, als dass Sie bei unserem juristischen Berater einen Termin vereinbaren, wenn Sie Fragen zur Satzungserstellung haben Ihres Vereins. Wir helfen Ihnen dahingehend, dass Sie einen Antrag stellen in unserem Programm Organisationsentwicklung, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wie will ich mich strukturieren, tatsächlich in der Zusammenarbeit in diesem Verein. Und Sie können dann zusätzlich auch einen Antrag in unserem Programm Gutes tun stellen, wenn Sie tatsächlich für Ihre Idee, die Ihnen am Herzen liegt, finanzielle Unterstützung brauchen, um das Projekt zu realisieren. Ich glaube, dass es so etwas wie ein Gen für Ehrenamt gibt. Nein, Scherz beiseite. Studien zeigen, dass Menschen, die in jungen Jahren tatsächlich auch schon dem Ehrenamt gefolgt sind, einer Einladung, sich zu engagieren, oftmals durch Vorbilder gefolgt sind, auch weiterhin in ihrem Lebensverlauf immer wieder neu ehrenamtlich tätig werden. In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich als Klassensprecherin begonnen habe und dann später über interessanterweise die Deutsch-Japanische Gesellschaft in Rostock den Weg gefunden habe in die Auseinandersetzung mit der Frage, wie geht es eigentlich Menschen, die ungefähr zwischen Mitte der 70er und Mitte der 80er Jahre in der DDR geboren sind und im Vereinigten Deutschland aufgewachsen. Das sind nämlich die sogenannten Wendekinder. Und wir haben vor 15 Jahren das Netzwerk Dritte Generation Ostdeutschland gegründet und damit den Wendekindern eine Stimme gegeben. Das ist ein sehr umfängliches ehrenamtliches Engagement, was viele Wendekinder auch überall auf der Welt wieder zusammengeführt hat und einer der Gründe auch ist, warum ich jetzt diese Stelle hier bei der Ehrenamtsstiftung angetreten habe. Denn es geht, finde ich, in Ostdeutschland auch gerade darum, tatsächlich in der Generationsnachfolge auch als Wendekind hier in Ostdeutschland mit zur Verfügung zu stehen und unseren Rucksack hier aufzupacken oder auszupacken, obgleich wir es auch all over the world eigentlich tun könnten, aber unser Herz schlägt tatsächlich, ist bei vielen Wendekindern der Fall, für die Region, wo sie hergekommen sind und sie wollen diesen Transformationsraum etwas zurückgeben.
Ja, also das, was Sie jetzt sehen hier vor sich, ist Ergebnis von ehrenamtlichem Engagement, das muss ich so klar sagen. Ich kann wohl behaupten, dass ich nach meiner Ausbildung auch ein Studium absolviert habe und auch eine Promotion geschrieben, die Sie Möglichkeiten, aber mich einzubringen und auch beispielsweise durch das Netzwerk Dritte Generation Ost auch medial unterwegs zu sein, die hätte ich in keiner beruflichen Tätigkeit bislang so erleben und ausprobieren und ausreifen dürfen. Also ich würde definitiv sagen, ich bin mehr geworden durch ehrenamtliches Dasein. Also wir haben eine sehr hohe Engagementquote in Mecklenburg-Vorpommern. Man muss sich klar machen, dass nach 89 Demokratie und bürgerschaftliches Engagement neu erfunden werden mussten. Sich auch viele Vereine überhaupt erst dann neu gegründet haben. Insofern ist das beachtlich, was an Gemeinwohlaktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern geschieht. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Zivilgesellschaft durch die Krisen, die wir jetzt alle miteinander erlebt haben, auch vor besonderen Herausforderungen gestellt gewesen und wird es auch jetzt im Zuge der Energiekrise neu werden. Insofern können wir feststellen, dass das Engagement und das Ehrenamt der Mecklenburg-Vorpommern eigentlich eher der Anpassung als wirklich auch einer aktiven, strukturellen Gestaltung sich gerade ausgesetzt fühlt. Was meine ich damit? Ich meine, dass Vereine bislang oder derzeit aufgerufen sind, vor allem auch durch die Pandemie, sich zu fragen, wie können wir neue Mitglieder gewinnen, wenn wir 2 Jahre nicht die Gelegenheit hatten, Veranstaltungen zu machen? Wie können wir uns finanzieren, wenn wir 2 Jahre lang nicht die Gelegenheit hatten, auf diesen Veranstaltungen die Klingelbox aufzustellen und für Spenden zu werben? Die sich auch fragen im Zuge des Generationswechsels, wie können wir neue Menschen ansprechen, die sicherlich auch eine neue Sprache durch diesen digitalen Paradigmenwechsel, den wir haben, sprechen, wo wir manchmal vielleicht auch als ältere Menschen, die wir engagiert sind, die Anschlussfähigkeit nicht so richtig sehen an diese junge Generation. Also hier gibt es sehr viele Fragen, die aufgrund des Anpassungsdruck, der gerade existiert, realisiert werden müssen, verarbeitet werden müssen in den Vereinen. Das heißt, sie sind noch nicht an dem Punkt, dass sie frei von Anpassungserfordernissen ganz neu und frei und frisch und jung wirken und gestalten können. Wir müssen aufpassen, dass sich daraus nicht eine schlechte Laune entwickelt, sondern wir müssen, damit wir meine ich auch die engagementfördernden Akteure, das ist ja nicht allein die Ehrenamtsstiftung in Mecklenburg-Vorpommern, sondern das sind viele andere auch. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dafür einzuladen, zu werben und konkret zu unterstützen, positiv in der Krise zu bleiben. Also gerade als Zivilgesellschaft einfach sich ihrer Bedeutung bewusst zu werden, dass gerade in diesen Krisen Zivilgesellschaft so viel mehr leisten kann, als das beispielsweise der Staat und manchmal auch Unternehmen tun können. Denn das haben wir gesehen, die agilen, schnellen Lösungen in diesen vergangenen Krisen sind aus der Zivilgesellschaft hervorgegangen. Wir haben als Ehrenamtsstiftung in den letzten 2 Jahren zusätzlich zu dem, was wir ausreichen, 1 Million Euro an Soforthilfe für Vereine in Mecklenburg-Vorpommern anbieten können. Und wir haben jetzt aus dem MV-Schutzfonds zusätzlich wieder ein Programm auflegen dürfen, welches wir digital durch die Pandemie nennen. Das bedeutet, noch bis zum August im nächsten Jahr können Vereine bei uns sich ausstatten mit allem, was sie technisch benötigen, um im Hinblick auf die Beibehaltung der Aktivitäten, der Vereinsaktivitäten, wenn wir jetzt möglicherweise auf eine neue Welle zugehen im Herbst und Winter, dass sie dafür ausreichend digital ausgestattet sind. Das ist uns wichtig. Aber mit dem Programm kann man auch Aktivitäten unterstützen, die zum Beispiel hygienerelevant sind, um die Veranstaltung durchzuführen, sollten wir wieder in eine pandemische Zeit gehen. Um diese Frage zu beantworten, also mal einfach gesagt, wo drückt der Schuh im Ehrenamt, haben wir eine Befragung in Auftrag gegeben bei der Hochschule Neubrandenburg. Mit Unterstützung der Hochschule Luzern ist der Ehrenamtsmonitor vorgelegt worden. Und es ist deshalb wichtig, weil das ist auf unserer Ehrenamtskonferenz klar geworden, wo die engagementfördernden Akteure sich getroffen haben, dass wir alle gemeinsam
eine Legitimierung haben dafür, was wir tun, aber dass wir gleichzeitig uns aufgerufen fühlen, ob wir eigentlich das, was wir tun, ob das eigentlich vielleicht, wie soll ich sagen, ob das eigentlich nicht nur zielgerichtet auf die Probleme ist, sondern ob es eigentlich auch möglichst alle Reibungsverluste minimiert, die vielleicht entstehen, wenn ganz viele unterwegs sind, die aber nicht miteinander abgestimmt und koordiniert engagementfördernde Leistungen in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stellen. Insofern hat dieser Ehrenamtsmonitor auch zwei Teile. Zum einen gucken wir auf das Ehrenamt, wie geht's, wie steht's, was war schwierig in der Pandemie, auf was müssen wir achten, und zum anderen aber auch, wie ist eigentlich die engagementfördernde Struktur in Mecklenburg-Vorpommern strukturiert? Denn darüber gab es auch bislang keine empirischen Erhebungen. Also der Ehrenamtsmonitor verweist uns noch einmal auf die Punkte, wo der Schuh am meisten drückt. Das ist durch die Pandemie getrieben, das Thema finanzielle Unterstützung und das Thema neue Mitglieder sowie das Thema Zurechtfinden im digitalen Raum, zeitgemäßes Arbeiten. Und der Ehrenamtsmonitor zeigt uns im zweiten Teil, dass die engagementfördernde Struktur in Mecklenburg-Vorpommern naturgewachsen, organisch gewachsen ist, aber nicht koordiniert. Wenn wir von niedrigen Hürden sprechen, dann verweise ich auf die Gründungsidee der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern. Denn in der Tat war das eins der allerwichtigsten Anliegen seitens der Gründerinnen und Gründer, zu sagen, es muss einfach sein, schlicht und einfach, weil das, was das Ehrenamt nicht hat, ist Zeit, denn Ehrenamt findet in dem Raum zwischen Familie und Beruf statt und der ist knapp. Das haben wir versucht, bestmöglich umzusetzen. Wenn Sie bei uns in unseren vier Förderprogrammen einen Antrag stellen, dann haben Sie nicht mehr als zwei Seiten, auch jeweils mit Kreuzchen. Das Ganze können Sie auch sofort digital realisieren und abschicken. Und ansonsten zeichnet uns ja auch die persönliche Beratung aus. Das heißt, Sie können hier jederzeit zu den üblichen Geschäftszeiten anrufen und erhalten dann, also vielleicht im besten Fall sofort, aber wenn das nicht immer möglich ist, auch alsbald einen telefonischen Beratungstermin. Von der Politik wünsche ich mir aus dem Sozialministerium eine Unterstützung im Hinblick auf die Koordinierung der engagementfördernden Strukturen, der engagementfördernden Akteure in Mecklenburg-Vorpommern. Das haben wir aber auch gemeinsam begonnen. Da sind wir also auch auf dem guten Weg mit der Ehrenamtskonferenz, die wir jetzt in diesem Jahr haben stattfinden lassen. Ich wünsche mir zum anderen weiterhin, denn das ist etwas, was ständig wiederholt werden muss, eine starke Anerkennungskultur der Ehrenamtlichen in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich wünsche mir zum dritten tatsächlich, dass auch noch einmal die Unternehmerinnen und Unternehmer mit motiviert werden, auch seitens der Landesregierung, dass sie auch die Vereinbarkeit nicht nur von Familie und Beruf, sondern von Familie, Beruf und Ehrenamt ermöglichen müssen. Stichworte wie Corporate Volunteering, also tolle Ideen, konkrete Tools, was Unternehmer machen können, liegen vor. Und das muss nicht immer viel und neues Geld kosten. Da geht es auch mal einfach nur um den Raum, der sowieso schon da ist und samstags vielleicht für eine Mitgliederversammlung von einem Verein genutzt werden kann. Also das würde ich mir wünschen, denn wir können in Mecklenburg-Vorpommern wirklich auch weiterhin nur dieses schöne Bundesland im Guten erleben, wenn wir eine vitale Zivilgesellschaft haben. Wir begrüßen jetzt Stefanie Drese, die Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Und wir müssen ja sagen, also da ist das Ehrenamt, das Engagement natürlich ein ganz wichtiger Pfeiler. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Die 15. Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern werden jetzt eröffnet. Sind die Ehrenamtsmessen für Sie ein Erfolgsmodell? Ja, eindeutig. Also nicht nur, weil wir das 15. Mal im Land anbieten können. Die Ehrenamtsmessen sind von Anfang an eine gute Plattform gewesen, zum einen mal sich gegenseitig kennenzulernen für die Ehrenamtler selber. Und ich staune jedes Mal wieder, wenn ich als Gast bei der Ehrenamtsmesse, wenn sie dann in Präsenz stattfinden kann, so von Stand zu Stand gehe, wie bunt das Ehrenamt im Land ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, um neue Mitglieder zu werben, dann nochmal zu sagen, hier gibt es uns, so sehen wir Engagierten aus und wir brauchen noch Mitstreiter. Ich möchte die Ehrenamtmessen wirklich nicht missen. Ja, diese 15. Ehrenamtsmesse ist ja eine rein
Online-Veranstaltung. Das heißt, man sitzt vor dem Computer, guckt sich das an oder vor seinem Tablet oder vor seinem Smartphone. Hilft dieses Format vielleicht auch jüngere Zielgruppen anzusprechen oder ganz neue Zielgruppen auch anzusprechen? Ja, ich glaube ja. Wir haben es ja zum Anfang so ein bisschen aus der Not heraus so gemacht, weil eine Präsenz-Ehrenamtmesse nicht möglich war. Haben wir gesagt, wir probieren das einmal digital aus. Da war ich zugegebenermaßen am Anfang ein bisschen skeptisch und habe mich dann aber darüber gefreut, in so einem Flächenland ist es eben also doch immer für einen Ehrenamtler, fahre ich jetzt zu der Ehrenamtmesse oder nicht, nochmal eine Hürde. Und ich glaube, sich dann digital einzuschalten und zu sagen, ich gucke mal, was gibt es da auch an interessanten Themen, an Fortbildungsmöglichkeiten, da klicke ich heute im Laufe meines Tages einmal rein, zeigt uns wieder eine ganz andere Gruppe von Interessierten, die vielleicht den Weg zu der Präsenzveranstaltung nicht gewählt hatten. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut digital diesmal hin. Ich würde mich aber auch freuen, wenn wir dann auch wieder zur Präsenz kommen und vielleicht kann man das so ein bisschen abwechseln, miteinander kombinieren. Die Jüngeren, glaube ich, die kriegt man eher mal, wenn man was online anbietet. Aber dieses gerade im Ehrenamt sich persönlich kennenlernen, will ich jetzt auch nicht auf Dauer missen. Mhm. Genau, also Ehrenamt ist ja wirklich sehr, sehr, sehr vielschichtig. Und was wirklich viele engagierte Menschen im Moment umtreibt, das waren ja die vergangenen 2,5 Jahre Corona-Pandemie. Also es fiel ja ganz viel flach. Und wir wissen, diese Corona-Pandemie hat das Ehrenamt nicht einfacher gemacht. Wo sehen Sie denn da jetzt im Moment die größten Hürden? Ja, also erstmal will ich einen großen Dank an alle Ehrenamtler im Land aussenden, die in dieser schwierigen Zeit auch ihre Mitglieder noch betreut haben, die sich auf ganz verschiedene kreative Art und Weise überlegt haben, wie kann ich den Kontakt erhalten. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für die Gesamtgesellschaft, aber natürlich eben auch für Vereine. Ich bin ganz froh, dass wir bei vielen Vereinen den Mitgliederstamm halten konnten. Diese vielen Ideen haben also dafür gesorgt, dann doch den Kontakt zueinander aufrechtzuerhalten. Aber jetzt muss es eben wieder darum gehen, sich auch wirklich treffen zu können. Und deswegen unterstützen wir natürlich in jeder möglichen Art, so wie wir das während Corona auch schon gemacht haben, dass Vereine gut geschult sind, dass sie wissen, wie gehen sie mit dem Finanzamt um, wie können sie an Fördermittel kommen. Die Ehrenamtsstiftung ist da auch ein wichtiger Ansprechpartner. Nicht nur während der Corona-Pandemie war es ja so, dass man bis zu 3.000 Euro ganz unkompliziert beantragen konnte. Solche Hilfen muss es auch weiterhin geben, damit eben die Vereinsarbeit im Land dann auch gut durch die nächsten Jahre kommt. Wir müssen uns einfach in Präsenz wieder sehen. Mhm. Und da treibt es mich natürlich mit großer Sorge um, wenn es auf kommunaler Ebene Überlegungen gibt, beim Energiesparen jetzt gerade in Sporthallen, in Mehrgenerationenhäusern, in großen Versammlungsräumen zu sagen, die 20% Energiesparen, die ich als Kommune einbringen muss, die bringe ich über eine Schließung in diesem Bereich ein. Ich versuche mit allen kommunal Zuständigen dort ins Gespräch zu kommen. Nach diesen 2 Jahren Einschränkung im Ehrenamt durch die Corona-Pandemie darf uns jetzt nicht die Möglichkeit, uns zu treffen, genommen werden, indem wir dort Energie einsparen. Denn nach der Corona-Pandemie, oder wir sind ja immer noch mittendrin, im Moment steigen ja auch wieder die Zahlen, sind wir ja schon so bei den nächsten Herausforderungen, wirklich stark steigende Energiepreise und dazu natürlich hohe Inflation, das heißt hohe Kostensteigerungen. Sie haben schon so ein paar Stichworte gesagt. Was können Sie noch Vereinen raten, die sagen, Mensch, wir haben jetzt hier unser Vereinsheim und wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir die Heizung da bezahlen sollen oder den Strom? Also wir werden es nicht alles aus Mecklenburg-Vorpommern allein lösen können. Deswegen finde ich aber den Vorstoß der Landesregierung für so einen Energiepreisdeckel auf Bundesebene und europäischer Ebene sehr wichtig. Der würde dann nämlich auch für Vereine, nicht nur für Unternehmen und für Privathaushalte dazu führen, dass wir wissen, wo der Preis gedeckelt wird, womit müssen wir planen. Nichtsdestotrotz gehört natürlich überall das Energiesparen dazu, auch in diesen Bereichen. Ich bin ganz dankbar, dass beispielsweise im Bereich des Sportes der Deutsche Olympische Sportbund einen Vorschlag gemacht hat, wie können Sportvereine damit umgehen. Sowas lässt sich bestimmt auch auf viele andere Vereine übertragen. Wo können wir dann noch etwas sparen?
Und dann sind natürlich die Strukturen, die wir im Land kennen, auch nach wie vor Ansprechpartner, Unterstützung über die Ehrenamtsstiftung beispielsweise in Anspruch zu nehmen. Wir brauchen diese Strukturen, wir brauchen die Vereine, wir müssen sie sicher auch durch diese Herausforderung bringen. So, Ehrenamtsstiftung ist jetzt nämlich auch ein ganz gutes Stichwort. Wir hatten eine digitale Umfrage gemacht auf der Plattform der Ehrenamtsmessen und da wurde nochmal gesagt, wie wichtig ist die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern, die gibt es ja seit 7 Jahren hier bei uns im Land. Aber es gab auch so eine, in diesem Zusammenhang eine Befürchtung, dass die personelle Stärkung und Entwicklung der Stiftung ein bisschen so in Dissonanz gerät zum Volumen der Förderungen für das Ehrenamt. Also man hat gesagt, es sollen mehr Menschen dort eingestellt werden. Und da gibt es so die Sorge, dass da vielleicht auch andere Dinge dann in einem Förderungsbereich auf der Strecke bleiben. Wie sieht das da aus? Wie ist die Entwicklung? Also solche Signale, die bekomme ich nicht. Die spüre ich auch nicht und wir wollen natürlich die Vereine über die Ehrenamtsstiftung nach wie vor weiter so unterstützen und fördern, wie wir das kennen. Da arbeitet die Stiftung eben auch eng mit der Landesregierung zusammen. Eine ganz tolle Stiftung, die wir seit 2015 haben, die ich wirklich nicht missen möchte in dem Bereich. Aber ich habe jetzt nicht Bedenken, dass wir dort irgendwie, weil Personal zusätzlich eingestellt wird, dann Förderung nicht übernehmen können, sondern ganz im Gegenteil. Ehrenamt braucht gut ausgebildetes Hauptamt. Das kann die Ehrenamtsstiftung eben auch abbilden. Da muss es gute Ansprechpartner geben, aber das wird nicht zu Kosten der Förderung gehen. Und wie sieht da die Entwicklung aus? Also wie ist da das Ziel? Also wie viele Leute sollen denn arbeiten dort? Das kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen, wie die Entwicklung da ist. Da laufen die Gespräche nach wie vor. Aber es ist natürlich so, die Ehrenamtsstiftung ist ja auch Ansprechpartner für rechtliche Fragen von Vereinen und für Fortbildung. Und da brauchen wir einfach ein stammgutes, ausgebildetes Personal, das für diese Fragen auch ansprechbar ist. Das merke ich nämlich immer wieder, dass diese komplizierten Fragen zum Beispiel rund um Gemeinnützigkeit so viele kleine Vereine ganz schön umtreiben und dafür dann eben eine gute Beratung anbieten zu können, ist auch ein Punkt bei der Ehrenamtsstiftung. Ich glaube, da hätte jeder Verein Verständnis für, wenn wir da dann eben auch noch nach zusätzlichem Personal suchen. Oder Satzungsänderung, Umstellung der Satzung, dass man auch digitale Mitgliederversammlungen machen kann und dann müssen ja die Satzungen auch wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. So, und in der Umfrage, dieser digitalen Umfrage auf der Plattform, da gab es auch noch die Geschichte Entbürokratisierung fürs Ehrenamt. Das ist ein ganz, ganz weites Feld bei Ihnen allen, das wissen wir natürlich, gerade für ehrenamtliche Strukturen, Veranstaltungsgenehmigungen. Wie sieht es denn da aus in Sachen Veranstaltungsgenehmigungen? Kann man das entbürokratisieren? Ja, in einem gewissen Umfang sind wir natürlich schon dabei, da zu entbürokratisieren, wo es geht. Die Ehrenamtsstiftung beispielsweise arbeitet ja mit relativ einfachen Anträgen. Mhm. Wir haben die Ehrenamtskarte landesweit eingeführt mit einem ganz einfachen Antrag. Bei Veranstaltungen ist es eine Zeit lang schwierig gewesen, eben die Frage Corona-Regeln umzusetzen, das dann nochmal Hygienekonzepte vorzulegen. Das wird sich hoffentlich mit dem Abflachen der Pandemie dann auch wieder ändern. Insgesamt sind wir schon auch aus dem Ehrenamtsministerium sehr bemüht, uns genau anzugucken, in welchem Bereich ist welche Bürokratie notwendig und wo nicht. Überall da, wo ich kann, bringe ich das auch beim Finanzministerium an. Ich will nur noch mal dafür werben. Auch beim Landesamt für Gesundheit und Soziales sitzt jetzt niemand, der es den Vereinen besonders schwierig machen möchte, sondern ganz im Gegenteil. Wir beraten dort eben auch gern die Vereine über das Jahr, damit es mit der Abrechnung von Fördermöglichkeiten dann am Ende auch keine Nachforderungen oder ähnliche Probleme gibt. Wir gehen mit öffentlichen Geldern um und deswegen muss das Ganze natürlich auch in einer vernünftigen Form dann auch sein. Also wenn da jemand nochmal nach einem Beleg fragt oder nochmal eine Nachfrage hat, dann ist das niemand, der irgendwie das Ehrenamt besonders belästigen oder stören will, sondern jemand, der auch mit dem Herzen dabei ist und möchte, dass jeder Euro dann auch bei den Vereinen ankommt. Mhm. Dafür will ich vielleicht nochmal ein bisschen für Verständnis werben. Da sind wir jetzt auch gleich beim Lagus. Da können wir die Frage gleich noch mit reinschieben. Also das ist, das kritisieren so einige Vereine. Die sagen, diese formalen Hürden bei den Anträgen, beim Lagus ist ein bisschen schwierig, auch die fachliche Zuständigkeit, insbesondere im Bereich der politischen Bildung. Hm. Vielleicht müssen Sie noch mal einen Satz dazu sagen. Wie funktioniert das? Welche Aufgaben nimmt das Lagus wahr? Und geht das vielleicht nicht ein bisschen kundenfreundlicher?
Also das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist ein Amt, mit dem jeder Bürger irgendwann im Laufe seines Lebens zu tun hat. Ob das die Frage ist, wenn man in Elternzeit geht, dort einen Antrag stellt, bis eben hin zu der Frage Förderung für Vereine. Das versuchen wir natürlich sehr kundenfreundlich auszulegen. Nichtsdestotrotz sitzen auch überall Menschen, die Dinge bearbeiten. Und von daher ist also niemand böswillig dabei, wenn er sagt, also bei dem Antrag muss ich aber jetzt noch mal was nachfragen. Wir werden über die Landeshaushaltsordnung genau überprüft, wie geben wir denn öffentliche Fördermittel nach außen. Und deswegen nehme ich das gern noch mal mit Richtung Landesamt für Gesundheit und Soziales, will Ihnen aber signalisieren, also niemand ist da unterwegs und macht Ihnen das Leben schwer, sondern im Endeffekt wollen wir, dass das Geld dann auch dahin kommt, wo es hin soll. Und wenn dafür die ein oder andere Nachfrage noch mal notwendig ist, dann will ich dafür für Verständnis werben. Und können Sie uns noch einen Tipp geben für den Fall, wenn man sagt, oh, das finde ich jetzt aber nicht so ganz so schön vom Lagus. Kann man sich denn auch an die Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern eigentlich wenden? Nee, an die Ehrenamtsstiftung nicht, aber an das Lagus selber. Also das Lagus hat den Anspruch, eben nicht nur derjenige zu sein, der jetzt die Unterlagen zum Ende der Förderperiode kontrolliert und da dann nochmal ganz streng ist, sondern eben auch Beratung, Ratgeber ist. Deswegen, wenn es da Nachfragen gibt, dann gern bei dem Zuständigen, bei der Zuständigen im Lagus selber anrufen. So, und wie ist dann das jetzt nochmal mit dem Bereich der politischen Bildung? Weil wir wissen ja, da gab es ja gerade in Sachen Zulässigkeit, Gemeinnützigkeit immer so ein bisschen jetzt hin und her. Wie ist das jetzt ganz konkret geregelt? Die politische Bildung ist zugeordnet im Bildungsministerium. Nichtsdestotrotz hat natürlich die gesamte Landesregierung Interesse daran, dass im Land politische Bildung stattfindet. Da gelten dann für Vereine auch nochmal Besonderheiten, was Förderung anbetrifft. Aber auch da sind wir gern bereit, im Lagus zu beraten oder auch selbst über die politische Bildung nochmal Hinweise zu geben. Was kann man damit machen? Was muss man beachten? Da sind wir deswegen ganz besonders streng, weil das natürlich dazu führt, dass Meinungen auch im Land gebildet werden sollen, dass Bürgerinnen und Bürger befähigt werden, kritisch über Dinge nachzudenken. Und dort als Verein unterwegs zu sein, hat man eben auch eine große Verantwortung. Das wird nochmal ganz genau angeguckt. Okay, so, dann haben wir den Punkt abgearbeitet. Ein Punkt, den auch ganz viele interessiert, das ist immer, wie kann das Ehrenamt im ländlichen Bereich unterstützt werden? Wir wissen, Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland, die Wege sind weit, mitunter ist man ohne Auto aufgeschmissen. Das heißt, wenn ich ehrenamtlich unterwegs bin, muss ich schon ein bisschen Geld mitbringen, nämlich ein bisschen Spritgeld wahrscheinlich. Wie kann Mecklenburg-Vorpommern da das Land, das Ehrenamt unterstützen? Ja, wir wollen im Land eine Ehrenamtsstrategie aufstellen und da natürlich einen Fokus ganz besonders auf den ländlichen Bereich legen. Das ist manchmal in der Stadt auch einfach, sich in den Bus zu setzen, genau, und irgendwie zum Verein zu kommen. In dem ländlichen Bereich muss man schon oft Fantasie haben. Ich wohne ja selber sehr dörflich, da helfen dann Fahrgemeinschaften weiter. Es soll natürlich nicht so sein, dass man zum Ehrenamt noch Geld mitbringt, sondern eben auch über Aufwandsentschädigung und Ähnliches in der Lage sein. Allerdings wollen wir auch mit unserer Ehrenamtskarte da noch weiter helfen. Die Ehrenamtskarte ist ja so als Dankeschön für all diejenigen gedacht, die sich ehrenamtlich ganz besonders engagieren, über 3 Jahre da sehr aktiv sind. Und da versuchen wir beispielsweise auch Unternehmen mit als Unterstützer zu gewinnen, die ÖPNV anbieten und Fahrkarten dann verbilligt anbieten können. Wir sind da hinterher Mineralölunternehmen und Ähnlichem da noch eine Unterstützung anzubieten. Nichtsdestotrotz wird unsere politische Ausrichtung in dieser Strategie darum gehen, gerade im ländlichen Bereich unter diesen Bedingungen auch Vereine zu unterstützen. Ehrenamtsstrategie des Landes, wann soll die fertig sein? Wir haben das gerade im Landtag beschlossen, dass wir eine solche Strategie aufstellen wollen, gerade in der letzten Woche. Das ist also eine ganz neue Info, die ich hier nochmal mitgeben kann. Und so eine Strategie braucht natürlich auch vor Ort die Besprechung. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, an dem und dem Tag haben wir die fertig, sondern wir wollen uns zunächst konzeptionell im Ministerium aufstellen und dann im Land mit denen, die es nachher betrifft, die es umsetzen sollen, die Vereine ins Gespräch kommen,
Da lassen wir uns also genügend Zeit, damit alle Anregungen dann in diese Strategie auch einfließen können. Also das läuft jetzt alles genau. an, dass auch das ganze Land befragt wird. Also genau, was, kann man braucht, sagen, was brauchen Vereine, wie können wir unterstützen, wo hakt es? Also im Endeffekt schon anschließend so ein bisschen an diese Online-Befragung das mit aufzugreifen. Und da werden wahrscheinlich auch viele sagen, Mitspracherecht von Senioren und jungen Menschen, auch gerade in den Kommunen, kann das dann da auch mit so einfließen? Na, nicht unbedingt in diese Strategie. Also ich will das gar nicht ausschließen, dass das nicht da auch ein Thema ist. Aber diese Frage Mitwirkungsrechte ist dann auch politisch eine größere. Mhm. Wir haben ja das Seniorenmitwirkungsgesetz, darüber schon die Möglichkeit, vor Ort Seniorenbeiräte zu bilden. Das wollen wir mit einem Jugendbeteiligungsgesetz für diese Legislatur auch mit Jugendlichen erreichen und sind im Landtag mit der Enquetekommission Jungsein in MV dabei, auch im ganzen Land Gesprächsangebote zu machen, um zu hören, was brauchen junge Leute dafür. Aber meine Vorstellung wäre dann schon, dass wir mit dieser gesetzlichen Grundlage dann wie bei den Senioren überall in den Kommunen die Möglichkeit haben, über einen Jugendbeirat dann auch mit Fragerecht und Beteiligung auch Kommunalpolitik vor Ort zu entscheiden. Ich meine, wenn man das Jugendwahlrecht also ab 16 schon will, dann braucht man ja auch solch einen Rat, einen Jugendrat, Kinder- und Jugendrat vielleicht sogar. Ne? Genau, also da muss dann in der Politik eben auch auf die Jugendlichen gehört werden, damit sie von Anfang an merken, meine Stimme zählt etwas, meine Stimme ist wichtig, dass sie am besten ja nicht nur abstimmen, sondern später auch noch selber politisch aktiv sind. Also von daher sind diese Beiräte ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja also auch eine spannende Sache. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wann das dann letztendlich auch wirklich Realität wird. Das ist ja immer die spannende Frage. So, das Sozialministerium begleitet wirklich von Anfang an. Sie sagen ja selbst, Sie sind das Ehrenamtsministerium, die Ehrenamtsmessen. Und das ist auch wirklich eine ganz tolle Sache. Wir wissen, die erste Ehrenamtsmesse fand noch ganz anders statt als jetzt diese 15. Die Frage ist, welche Erwartungen haben Sie an die künftigen Ehrenamtsmessen? Also ich hoffe, dass wir auch wieder zu einer Präsenz-Ehrenamtmesse kommen können. Meine Erwartungen sind nach wie vor, dass wir mit den Ehrenamtmessen Interessierte zusammenbringen, die sagen, ich habe Interesse an Ehrenamt, ich weiß aber gar nicht, an wen soll ich mich wenden, wer ist mir sympathisch, wo liegt mir etwas. Das ist eben bei der Ehrenamtmesse eine gute Gelegenheit, sich zu informieren. Und ich möchte aber, dass wir diesen digitalen Punkt gar nicht ganz aus dem Auge verlieren, weil wir bei den Ehrenamtmessen gemerkt haben, auch dass sich untereinander kennenlernen, dass sich vernetzen, mal austauschen. Der eine Verein macht vielleicht inhaltlich was ganz anderes, hat aber ähnliche Fragen, dass man da dann immer noch sagen kann, da gibt es auch nach wie vor einen Teil Vernetzung, Fortbildung, sich gegenseitig kennenlernen. Ich glaube, die beiden Sachen miteinander zu verbinden, könnte aus der Not sogar eine Tugend machen, dass wir zukünftig dann Präsenz und digital entweder abwechseln oder das gemeinsam versuchen anzubieten. Also da kann ich mir ganz viel vorstellen, wie man das miteinander verbindet. Aber es geht natürlich hauptsächlich darum, sich vor Ort zu präsentieren, sich vorzustellen, was macht mein Verein und dann am besten neue Mitglieder zu finden. Und natürlich ins Gespräch zu kommen, immer ganz wichtig. Und ich glaube schon, dass die 30. Ehrenamtsmesse anders aussieht als jetzt die 15. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ist ja auch so, ne? So ist das Leben. Wir entwickeln uns alle weiter. So, und ich weiß, Helmut Schmidt hat gesagt, wer Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Aber ich widerspreche ihm ja nicht oft, aber den Spruch schon. Ja, den wollen wir auch nicht. Wie ist denn Ihre Vision? Wie soll Zivilgesellschaft mit Ehrenamt, mit Engagierten umgehen? Also was wäre im Prinzip die Idealvorstellung im Moment? Beim Ehrenamt gibt derjenige, diejenige das Wichtigste, was er geben kann, nämlich Lebenszeit. Mhm. Und deswegen gehört in der Zivilgesellschaft ein Respekt dazu, mit denjenigen, die sich so engagieren, auch wirklich umzugehen. Ich sehe ganz oft Ehrenamtler, die in einem Verein ehrenamtlich aktiv sind und dann noch ganz viele andere Dinge machen, die das also wirklich leben. Deswegen wünsche ich mir eine Gesellschaft, die das anerkennt, dass Ehrenamt zum Zusammenhalt dazugehört. Also es ist einfach so, dass wir viele Dinge gerade im ländlichen Bereich nicht so gut organisieren können, wenn nicht der eine nach dem anderen mal ein bisschen guckt, wenn nicht jemand sagt, ich will mich um dieses und jenes kümmern, ohne dafür mehr als die Anerkennung und die Sinnstiftung, die das Ganze hat, zu bekommen. Also ich wünsche mir eine Zivilgesellschaft, die das lebt,
dass wir ohne Ehrenamt gar nicht weiterkommen und selbst dann aber auch so jeder sich selbst verwirklichen kann, dass wenn er sagt, ich möchte meine Zeit geben, dann auch wirklich etwas findet, was sinnstiftend zu ihm passt. Mhm. Muss das auch schon von klein auf anfangen, dass man sagt, also wer einmal ehrenamtlich gearbeitet hat, irgendwie im Schulsanitätsdienst oder was weiß ich wo, der macht das dann auch immer wieder? Ja, also das zeigt uns sogar, wenn jemand ehrenamtlich schon als Kind, als Jugendlicher unterwegs ist, dann sind die Wurzeln in Mecklenburg-Vorpommern noch fester. Also zu sagen, ich gehe vielleicht für eine Ausbildung, für ein Studium mal woanders hin, aber dann komme ich wieder zu meinem Verein, zu meinem Umfeld zurück. Das zeigt sich, dass das so eine zusätzliche Wurzel nochmal ist. Und da wir jeden brauchen, der hier im Land leben und arbeiten möchte, ist es eben auch wichtig von Anfang an. Ganz davon abgesehen, dass ich das Gefühl habe, wer so in Vereinen unterwegs ist, jetzt nicht nur in Sportvereinen, sondern insgesamt in Vereinen, auch das Leben ganz anders gestaltet. Er hält sich an Regeln, er weiß das Mitmachen des anderen auch zu schätzen. Für Kinder, für Jugendliche gibt es nichts Besseres, als diese Erfahrung zu machen, dann auch Erfolge zu haben und durch das Ehrenamt vielleicht auch nochmal die ein oder andere Anerkennung zu bekommen, die es in der Familie oder in der Schule vielleicht gerade nicht gibt. Aber dieses Ganze zusammengreifen zu lassen, ist gerade für Kinder und Jugendliche wichtig. Umgekehrt, wir wollen auch einen runden Tisch gegen Einsamkeit im Land einrichten, ist auch das Thema sinnstiftend, etwas zu haben, wo man auf Gleichgesinnte trifft, auch im Alter ganz wichtig. Also dort zu wissen, ich gehe zu meiner Sportgruppe und da bin ich schon seit mehreren Jahren. Da kennt jeder meine Familiensituation und fragt vielleicht auch mal etwas. Das ist also so viel wert, das kann man gar nicht aus einem Ministerium heraus irgendwie anordnen oder steuern. Das stimmt. Also sinnstiftende Aufgaben und natürlich überhaupt Aufgaben. Hm. Dass man sagt, okay, selbst wenn ich im Rentenalter bin oder es gebraucht ist, zu werden. Gebraucht zu werden, ganz wichtig. Ja, dann bin ich gespannt auf diese 15 Ehrenamtsmessen, die in diesem Jahr natürlich ganz anders in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein ganz neuer Anstoß. Und ich sage vielen Dank, Stefanie Drese, fürs Interview. Ich danke Ihnen.